Es wird auch gerade wieder schlechter. Shit. Ich benutze sie einfach. Darüber nicht reden, wenn wir live sind. Das sind Rentenschicksalspunkte, würde ich oder sagen. Oder wollen wir über Aventurien-Facebook-Verkäufe reden? Jetzt nein. Hast du schon angesprochen, jetzt können wir auch drüber reden. Nein, ich habe noch nie mal so eine Aventurien-Gruppe bei Facebook verkauft. Aber wenn jemand das tut... Ich weiß nicht, es gibt ja extra Respekt. Auch Rollenspielgruppen, zum Marktportale. Bei diesem Fratzenbuch. Sind wir denn schon live? Ihr seid live. Ich frage mal den Chat, ob sie euch sehen und hören. Solange sitzen wir hier und gucken. Attraktiv. Hallo. Herzlich willkommen zu der ersten Spielrunde von Mairi und Sexy Scope. Hm. Nicht? Du bist also als Sexy Scope bekannt. Das ist eine meiner Internet-Personas, ja. Das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Das will ich öfter einladen. Ja. Aha. Wir brauchen mehr Sexappeal in dieser Sendung. Mhm. Ich frage mich in 20 Kilo nochmal. Rauf oder runter? Es gibt für alles einen Markt. Geschmackssache, ja. Ja, wir sind live, die Leute sehen und hören euch. Wir können loslegen. Vielleicht können wir auch die Packung mal kurz hochhalten, damit wir wissen, was wir spielen. Ja, hallo Stream. Ist noch irgendwas drin, oder? Es sind ein paar einzelne Miniaturen drin, aber nicht so viel, dass Ihnen was passieren könnte. Wir spielen heute Warhammer Quest Silver Tower, also das erste neue Warhammer Quest Spiel, was mit dem ursprünglichen Warhammer Quest noch was zu tun hat. Ja, in dem Sinne von, man spielt Warhammer und es ist auf Bodenplänen. Und es ist weniger scheiße. Also das erste Warhammer Quest war halt ziemlich unfair und hatte auch einige Spielergängelungsmechanismen drin. Die sind zu guten Teilen rausgenommen worden, sodass es jetzt hier ein wesentlich flüssigeres Spiel ist. Ja. Silver Tower ist sogar ein Spiel, das vollkommen ohne einen Dungeon Master auskommt. Es gibt ein zweites von den neuen Warhammer Quest Spielen, Shadows of a Hammerhall, was wir persönlich auch schon gespielt haben. Und da gibt es einen Dungeon Lord. Das ist sehr klassisch mit einer Story, die erzählt wird und mit fertig vorgefertigten Dungeons. Silver Tower funktioniert folgendermaßen, dass man für die verschiedenen Prüfungen, die in der Grundstory ist, es gibt diesen Turm eines Zinschmagiers. Der Gaunt Summoner. Der Gaunt Summoner auf Zinsch. Der mehr oder weniger, weil er wahnsinnig und Zinsch angehörig ist, sagt, wer hierher kommt und meine Prüfungen besteht, dem erfülle ich einen Wunsch. Er hat in dem Turm seinen Namen in Runen verschlüsselt, versteckt und für jede Prüfung, die man ablegt, kriegt man einen solchen Runenschlüssel. Wir spielen jetzt zu einem Zeitpunkt, wo schon zwei Runenschlüsselchen erspielt wurden. Die liegen schon hier. Kriegen auch dadurch einen Vorteil, oder? Die kannst du einsetzen, einmal pro Prüfung, um einen von drei verschiedenen Effekten zu erzeugen. Zum Beispiel einen W3-Punkte zu heilen und noch zwei Sachen, die mir gerade nicht einfallen, die aber da drin stehen. Hm. Die Prüfungen werden so vorbereitet, dass man einen Stapel an Begegnungskarten zusammenstellt. Und die sind darüber markiert, dass da das jeweilige Runensymbol drauf ist. Viele von den Räumen haben mehrere Runensymbole. Das heißt, man kann mit der Zeit immer mal wieder in denselben Raum stolpern im Silver Tower. Der dann aber halt irgendwie anders mit dem Rest verbunden ist. Weil der sich auch ständig verändert. Der liegt in so einem magischen Nebel. Und es können sich auch, wenn der ganze Dungeon auf dem Tisch zu groß wird, Räume wieder auflösen, in denen man länger nicht war, um für Ordnung zu sorgen, weil Magie. Und es gibt dann nur eine Regel, dass die abschließende Kammer, in der wir die finale Queste, den finalen Kampf bestehen werden, um den nächsten Teil des Namens, den nächsten Runenstein zu bekommen, dass der in den letzten drei Karten sein muss. Also man mischt den mit zwei anderen Karten zusammen, legt den hin und dann kommen die restlichen Karten in der zufälligen Reihenfolge oben drauf. Das heißt, wir wissen, irgendwo in diesen letzten drei Karten ist unsere finale Aufgabe und vorher müssen wir uns durch andere Räume des Silver Towers schlagen. Und wenn andere questbedingte Räume auftauchen, steht auch immer eine Nummer dabei, wo man dann in so eine Art Solospielbuch dann im Buch nachschauen kann, wie es denn da weitergeht. Ja, dementsprechend... Wir haben auch einen Einstiegstext, mit dem wir gleich beginnen können. Vorlesetext. Ja, in unsere Prüfung reinzugehen. Und wir spielen die Prüfung von Gyran. Gyran ist die Sphäre des Lebens und in diesem Fall des verderbten Lebens. Zuletzt waren wir in der Sphäre des Metalls unterwegs. Und am Anfang waren wir in Shishi, ich weiß aber nicht mehr, was das war. Shishi ist doch der Amethyst-Dings des Todes. Ja, dann waren wir in der ersten beim Tod. Tod. Und jetzt machen wir Leben. Die Helden, die wir spielen, das eine ist eine Silver Tower Heldin, die zu den vier Standardhelden gehört, die mit dem Spiel mitgeliefert werden. Auch als Miniaturen sowie als Wertekarte, aber es gibt auch ein riesiges Set an Karten, das ich jedenfalls besitze, weil ich dieses Spiel mag und die Miniaturen, wo man ganz andere
Age of Sigmar, Warhammer, Fantasy-Miniaturen nehmen und dann mit passenden Werten spielen kann. Und sie bringen auch immer wieder im White Dwarf neue Helden unter, auf genau. neuen Heldenkarten, wie Slabo, den Chaoskrieger, einen von den klassischen 80er Chaoskriegern mit so alberner Rüstung und zwei Äxten in der Hand. Mhm. Und da, manche Leute könnten das heutzutage als albern empfinden. Wir, die seit damals dabei waren, wissen natürlich... Slimebo! und der hat dann auch im White Dwarf seine eigene Heldenkarte bekommen. Ich bin nicht seit damals dabei. Nein. Aber jetzt im letzten White Dwarf waren auch für die Kadoran Overlords. Für die Steampunk-Zwerge gab es auch einen. Für die Steampunk-Luftpiraten-Zwerge gibt es vier Helden und diese vier Helden hatten dann auch eine neue Heldenkarte für Silver Tower, sodass man die alle einsetzen könnte. Das wird permanent erweitert. Und du spielst einen Charakter, der nicht aus Silver Tower ist, sondern aus Shadows of a Hammerhall. Aber die sind rückwärtskompatibel. Das heißt, du kannst deinen Cogsmith, deinen Waffenzwerg, auch im Silver Tower spielen. Denn es gibt auch Helden, die sehr unheldenhaft sind, die man bei Silver Tower spielen kann. Mhm. Chaosanbeter, Barbaren, sonst irgendetwas. Tiermenschen, sonst was. Hier werden nämlich einfach durch die Mächte des Universums und den Einfluss von Tsinch Leute aus unterschiedlichsten Regionen und von unterschiedlichsten Hintergründen zusammengespült. Außerdem, es geht darum, dass ein Wunsch erfüllt wird. Das kann ja, muss ja nicht unbedingt ein guter Wunsch nobler sein. Wunsch sein, ja, sondern der Chaos-General kann auch sagen, hör mal, ich bin hier der Geiste, das sollen andere auch mal sehen, gib mir mal Dämonengestalt oder so etwas. Ja, das klingt doch gar nicht so schlecht. Da hätte er wahrscheinlich auch weniger gegen, als gegen die Dinge, die hier zum Beispiel eine Hochelfe zu äußern hat. Also, ich spiele die Mistweaver Sai, eine Fernkämpferin, eine magische, die Leute verwirren kann. Und du spielst den schwer bewaffneten Zwerg, der alles wegrotzt. Ja, auch im Fernkampf. Wir haben gar keinen... Wir sollten uns von den Gegnern fernhalten. Mir fällt auf, wir haben gar keinen Nahkämpfer dabei. Also, Nahkampf kann ich, aber scheiße. Ja. Wir sind auch schon ein bisschen hochgelevelt mit unseren Charakteren. Die haben schon was erlebt. Ich habe zum Beispiel rächende Schläge. Wenn ich bei einem Schutzwurf, wenn mich jemand angreift und ich versuche, den Schaden zu verhindern, eine 6 würfle, kann ich sofort zurückschlagen. Das Tolle ist, dass mein Charakter ohnehin nur bei einer 6 Erfolg hat mit einem Schutzwurf. Insofern, also wenn ich es überhaupt schaffe, dann kriege ich noch einen Bonus. Außerdem habe ich noch 2 Gegenstände. Mal schauen, ob wir sie brauchen werden. Das Spiel skaliert teilweise mit, teilweise nicht. Manchmal ist es fair, manchmal nicht. Man würfelt nämlich aus, was für Gegner man bekommt in Räumen und nicht alle der Optionen, die man auswürfeln kann, sind dann auf die Anzahl der Helden, die man spielt, angepasst. Man kann mit 1 bis 4 Leuten, glaube ich, das spielen, sinnigerweise. Und hin und wieder kriegt man auch noch einen zusätzlichen Helden als Begleiter dazu für eine gewisse Zeit, und bis sie dann wieder abhauen. Ich bin gespannt, was passiert jetzt hier in der Ebene des Lebens. Des Lebens. Es kam zur Story schon wieder das Age of Sigmar-Kack-Argument. Das immer kommt, wenn jemand Age of Sigmar sagt. Wisst ihr was? Ich lebe damit, dass Expanded Universe weg ist. Ihr könnt damit leben, dass Warhammer Fantasy sich verändert hat. Meinst du aber schon ein bisschen... Hart. Ich weiß. Ja, ich weiß. Aber die Welt ist hart. Aber Age of Sigmar ist echt kein schlechtes Spiel, nachdem sie nachjustiert und gebastelt haben. Und vor allen Dingen sind die Minis geil. Ja. Macht ihr hier Werbung gerade für Games Workshop? Nein. Wir machen nur Sachen, für die uns Spaß machen. Ich rede mir gerade schön, warum ich so viel Geld für Miniaturen ausgegeben habe. Das ist was anderes. Ja. Ich habe jetzt auch eine Menge Luftpiratenzwerge da schon zu Hause stehen. Und ich freue mich drauf, das erste Mal dann Age of Sigmar zu spielen. Deine Zwerge gegen meine Bäume? Ich habe mir auch dieses 8 Euro teure Heftchen hier geholt mit den Scharmützelregeln, weil die kompletten Regeln für Age of Sigmar sind ja 4 Seiten. Ja. Die sind hier hinten, glaube ich, sind hier nochmal drin. Ansonsten kann man sich die auch kostenlos runterladen, auch über die App. Und hier sagt man halt, bau doch einfach mal mit 3 bis 5 Modellen deine Armee auf und mach dann schrittweise weiter, bis du vielleicht 12 hast, und dann ist die Kampagne hier drin auch durch. Und dann hat man schon mal einen Grundstock an Püppchen, um die dann eben weiter rumzuschieben. Und man kann die Regeln dann schon mal lernen, weil so einfach die Grundregeln von Age of Sigmar ja auch sind, desto komplexer werden die halt, je mehr Modelle du dazu nimmst, weil die immer auf den War Scrolls von den einzelnen Einheiten draufstehen. Deswegen ist es, glaube ich, so langsam das Starten auch ganz sinnvoll. Dann mit eurem albernen Plastikmüll-Hobby. Nico sitzt da und spielt mit einer Figur, und nicht einfach irgendeiner Actionfigur zu Star Wars, sondern einer Actionfigur zur Ewok-Zeichentrickserie. Das könnte auch die Karawane der Tapferen sein. Also es gibt immer noch eine Ebene drüber, glaube ich. Das ist die Ewok-Zeichentrickserie. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Das ist Prinzessin... Das ist Prinzessin eben. Auf Deutsch Knesa. Knesa. Natürlich mit stummen K. Knesa. Gab es eigene Miniaturen für Karawane der Tapferen? Die Ewok-Filme? Das sind keine Miniaturen, das sind Actionfiguren. Guck mal, die kann man bewegen. Oh. Action! Es gab auf jeden Fall früher schon eigene Actionfiguren zur Zeichentrickserie, aber nicht zum Film.
Bedrückend. So, ich werfe mal Prinzessin Nessa zurück. Sie ist gut gelandet. Alles gut. So, wollen wir nach diesem kleinen Exkurs? Wir können loslegen. Loslegen. Erklären wir die Regeln oder legen wir ein? Oder wir erklären die Regeln, wenn wir spielen. Okay. Finde ich immer besser. Die Champions, das sind wir, schritten einen Tunnel hinab, der sich spiralförmig immer weiter in die Tiefe schraubte. Ranken und Wurzeln waren in die Kristallwände hineingearbeitet. Schimmernde Insekten krochen dazwischen und wenn sie über wogende Kristallblüten huschten, war ein sanftes Klingeln zu vernehmen. Gläserne Blütenblätter knirschten unter den Füßen der Helden, die immer weiter die Spirale hinabgingen. Von den Mauern ging ein smaragdgrünes Leuchten aus. Wenig später durchdrang das grüne Licht alles. Seine Intensität nahm von Sekunde zu Sekunde zu, bis es schließlich blendend hell war. Vogelgesang und das Brummen von Insektenflügeln erfüllten die Luft und plötzlich fanden sich die Helden an einem ganz anderen Ort wieder. Die nächste tödliche Prüfung erwartete sie bereits. Dann oh nein, ich habe Allergien. Jetzt brauchst du auch so einen Karadron-Overlord-Filter. Ja. Die sind einfach nur allergisch, die Zwerge. Ja, daran wird es liegen. So, danach folgen hier in dem Absatz nur noch die Anleitungen, wie ich diesen Stapel zusammenstelle, aber das habe ich schon gemacht. Wie gesagt, in den untersten dreien befindet sich eine Karte, die unseren, den Abschluss der Story darstellen wird mit dem finalen Kampf. Und hier ist unser Startfeld. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, weil ich die Silver Tower Regeln schon halbwegs kenne. Das ist dein Spiel, deswegen darfst du anfangen. Und es ist mein Spiel. Ansonsten würde derjenige anfangen, der die letzte Runde Age of Sigma gewonnen hat. Schwierig. Ja. Wir beginnen mit dem Wurf der Schicksalswürfel für diese Runde. Ja, es gibt nämlich einen Pool an Würfeln, die jeder benutzen darf, in diesem Fall, die wir beide benutzen dürfen. Und erstmal würfel ich die. Und dann kommt der Punkt, wo wir alle Pesche aussortieren. Und wir haben jetzt schon direkt eine Sonderregel getriggert. Aber erstmal, die restlichen werden hier hingelegt, auf den Schicksalsplan. Hier in dem Kreis wird festgehalten, welchen Ruhm wir bekommen. Das sind runde Erfahrungspunkte. Hier sind Fähigkeiten, die man darüber lernt. Da sind Gegenstände, die man finden kann. Und jetzt habe ich einen Pasch beiseite gelegt und es war ein Einser-Pasch und damit tritt ein außergewöhnliches Ereignis ein. Und welches, das würfeln wir jetzt aus. Wir nehmen einen W6 als 10er-Stelle, einen als 1er-Stelle und wir bekommen den Abschnitt 16. Hier sind nämlich nicht nur Abschnitte für die Story drin, sondern es sind halt auch kodiert darauf, was man überhaupt mit W6 erwürfeln kann. Abschnitte mit Sonderereignissen. Gucken wir mal, was passiert. Das letzte Mal, als das passiert ist, ist auf einmal im Startfeld eines der mächtigsten Monster aufgetaucht. Weißt du, stehst du da so, wollen wir weitermachen? Bäm, Okroida Taumaturge. Minotauren Zauberer in die Fresse. Ja, wir haben sie überlebt. Das prachtvoll gebundene Buch stammte vom Körper eines von ihnen Getöteten. Wartet, nein, sie hatten es aus einem knirschenden silbernen Regal genommen. Oder hatten sie es nicht eigentlich schon die ganze Zeit bei sich gehabt? Solche Fragen schienen seltsam unwichtig zu sein, als die Champions die Macht spürten, die dieser uralte Foliant ausstrahlte und mit den Verlockungen des verbotenen Wissens rang, das in ihm verschlossen war. Der Runenträger muss entscheiden, ob er die Seiten des Folianten lesen will oder nicht. Das bin ich. Der Runenträger ist der Startspieler, der kriegt so eine Ruhe. Oh, die Hochelfenmagier darf entscheiden. Das klingt aber kritisch. Ich entscheide mich dafür, den Folianten zu lesen. Natürlich. Wer für mehr Würfel, Drama. Zwei Würfel. Beim Pasch passiert was Schlimmes, ansonsten kann ich einen der Stapel hier in eine andere Reihenfolge bringen. Kein Pasch. Ich schaue mir mal die Fähigkeiten an, die obersten vier Karten. Das ist gut. So, neu sortiert. Die nächste Fähigkeit ist hoffentlich dann meine. Also lass mich den Ruhm zuerst vollbringen. Obwohl dies Ausweichen, die das Ausweichen leichter macht, deswegen. Ich bekomme ja extra Ruhm, wenn ich Leute mit meinen Knarren weghaue. Ich bekomme extra Ruhm, wenn ich hochwürfle bei einem Fernkampfangriff. Ja, also versuchen wir hinten zu stehen und Leute wegzuschießen. So, der nächste Schritt ist, dass ich meine Heldenwürfel würfel. Oh, das ist ja echt toll. 3, 2, 1, je höher, desto besser. Ja, je höher, desto besser. Weil für jede der Fähigkeiten passt das so. Ja, das ist im Grunde ein zweistufiges System. Für den Fähigkeiten, die wir hier haben, müssen wir erstmal den Wert hier hinten erfüllen. Das ist die Höhe des Würfels, den wir brauchen,
den wir ausgeben müssen. Und dann müssen wir nochmal würfeln mit diesem Würfel, ob wir treffen. Ja. Das heißt, wir müssen einmal bezahlen mit dem Wert, den wir am Anfang gewürfelt haben und dann nochmal würfeln, ob es funktioniert. Es gibt mehrere Standardaktionen, wie zum Beispiel Bewegen ist 1 plus, also ein beliebiger Würfel, und Heilen ist 1 plus. Das ist hier oben immer alles wie bei Age of Sigma Englisch und dann geht es hier unten in Deutsch weiter. Und deswegen ist das teilweise eine furchtbare denglische Variante. Aber wenn du die Aktion Duadin Pistols durchführst, wirf 2 Würfel anstatt einen. Wenn der Attackenwurf eines Illusory Assault 6 ist. Ja. Weißt du Bescheid. Ich gebe einen Würfel aus, nehme den damit von meiner Heldenkarte und lege den beiseite, um zu erkunden. Das heißt, ich stehe hier an einem Übergang in einen anderen Raum, möchte wissen, wie es dahinter weitergeht. Und dann decke ich die oberste Karte aus. Mysteriöse Wirbel. Das ist jetzt natürlich so ziemlich der blödeste Raum, um den als erstes zu bekommen. Den kenne ich schon aus einer anderen Prüfung. Oho. Mysteriöser Wirbel wird hier angelegt. Da in der Mitte ist ein Wirbel. Dann stünde hier jetzt auch drauf, ob da irgendwelche Monster in dem Raum sind. Es sind aber keine. Langweilig. So, wir können uns jetzt entscheiden, was wir machen. Musst du dafür springen wir in den Wirbel oder stehen wir rum? Wir müssen aber erstmal reingehen. Mhm. Geh da mal rein. Ich darf mich 4 Felder weit bewegen, das steht auf meiner Karte. Und dann könnte ich mich nochmal bewegen und nochmal bewegen oder mit den Schultern zucken, aber. Gibt es noch weitere Portale oder da? Müssen wir in den Wirbel? Das ist die Sache. Wenn das jetzt zum Beispiel das Ende von einem längeren Gang wäre, wäre das sinniger. Das ist ein Reset-Button. Wenn wir da reinspringen, wird der ganze Dungeon weggenommen und dann neue und dann sozusagen von. Mit den übrig gebliebenen Karten weitergebaut. Das ist deswegen so ziemlich die blödeste Karte, die man als erstes haben kann. Man weiß aber, das war jetzt sozusagen geschummelt von mir, man weiß aber nicht, was passiert. Hier steht nur, wenn ihr in den Wirbel reinspringt, liest Abschnitt 86. Kann ich auch einfach durch dieses Portal gehen und dann wird was anderes aufgedeckt? Nein, diese Portale haben nur eine Bedeutung für bestimmte Karten, die neue Monster ins Spiel bringen oder Fähigkeiten. Mhm. Die erscheinen dann aus den Portalen. Flump. Aber wir können mit denen nichts machen. Ein Flump, okay. Nein, ein Flumpf ist es nicht. Das ist eine falsche Lizenz. Okay. Du hast noch 2 Würfel. Ich gebe die auf. Du bist dran. Super. 6, 6, 5, 1. Das wäre ein super Wurf, wenn wir kämpfen müssten. Ja, dann könnte ich direkt unendlich mit meiner Kanone schießen. Aber ich benutze die 1, um mich 1, 2, 3 zu bewegen und hier reinzuspringen. Tudu! In der Bewegung dürfen wir es nicht. Aber wenn am Ende der Runde keine Feinde im Raum sind, machen wir es einfach. Ich stelle mich trotzdem in den Wirbel. Genau. Die Anweisung ist jetzt... Erinnert das den Zug? Gehen meine Würfel wieder weg? Du kannst gar nicht reinlaufen während deiner Runde. Dann sind alle meine Würfel. Wir beenden die Runde. Es sind keine Gegner im Raum. Wir entscheiden uns reinzuspringen, weil wir sonst nichts anderes tun können jetzt gerade. Mit Gebeten an ihre Götter auf den Lippen traten die Champions über die Schwelle und stürzten in den wirbelnden Mahlstrom unter sich. Farben und Lichter flitzten an ihnen vorbei, ein Sturm aus nur halb wahrgenommenen Bildern und eine Kakophonie der Geräusche füllte ihren Geist zu Gänze aus. Es war so schnell vorüber, wie es begonnen hatte. Der Wirbel hatte die Champions in einen neuen und rätselhaften Bereich des Silver Towers gebracht. Lege die Helden und die Erkundungskarte dieser Kammer beiseite und entferne dann alle Kammern. Und platziere dann beiseite den Erkundungsstapel neben der Eingangskammer. Beginnend mit dem Runenträger stehen jetzt alle ihre Helden dort wieder auf. Wie gesagt, das ist der Reset-Button des Dungeons. Ist jetzt halt irgendwie Pech, den als erstes aufgedeckt zu haben. Aber hätte irgendwo... C'est la vie. 10 Karten, wir haben es in der ersten erwischt. Das wäre besser, wenn es später... Das macht das Aufräumen einfacher. Jetzt bist du Runenträger. Dann fange ich mal an hier. Mit Schicksalswürfeln fängst du an. Mit Schicksalswürfeln. Wir haben keinen davon gebraucht. Das ist so exakt. Tragisch. Ja. War schon wieder Einsen. Möchtest du direkt würfeln, welches Ereignis wir bekommen? 26. 26. Phantasmen tanzen durch die Luft und seltsame Geräusche hallten aus allen Richtungen. Kreischen und Kichern wehten im Wind, während sich in den Augenwinkeln der Champions grausige Dinge bewegten und wanden. Alles, was sie noch tun konnten, war, sich auf ihren Scharfsinn zu verlassen, während der Silver Tower sein böses Spiel mit ihnen trieb. Ja. Wir würfeln einen Würfel und legen den auf die Rune des Zinsch. Jeder Wurf, jeder Aktionswurf, den wir machen, der dieses Würfelergebnis zeigt, wird verworfen. Was?
Okay. Und am Ende dieser Runde kommt der Würfel wieder runter. Wir haben einfach scheiße Pech, diese Runde. Naja, das kommt drauf an. Ich darf einfach nur keine 5 würfeln. Ich würfel jetzt nur 6 und dann geht das. Jetzt darfst du 5 würfeln. Nachher, wenn du dann Aktionen machst, darfst du keine würfeln. Das sind ja die Heldenwürfel. Das ist Kipp. Das sind meine Heldenwürfel. Die habe ich doch gerade gewürfelt. Ja, ja. Die darfst du auch benutzen. Es geht um Aktionswürfel. Mhm. Ich sortiere die mal. So. Dann gebe ich direkt einmal die stinkende 1 aus, um zu erkunden. Der Sternennexus. Jetzt müssen wir erstmal die Karte finden. Aber das ist gar nicht so dumm gemacht. Die haben nämlich bis auf 2 alle unterschiedliche Formen. Das heißt, man kann immer relativ schnell sehen. Sind die auch durchnummeriert und benannt? Nein, sind sie nicht. Weil das sind sehr unruhige Bodenplatten. Oh ja. Da geht man schon mal, glaube ich, leicht durcheinander. Du kannst jetzt entscheiden, wie sie drangelegt wird. Die hat 3 Ausgänge. Das wird gleich lustig, den weiteren Dungeon hier auf dem Tisch unterzubringen. Ich würde sagen, wir schieben das direkt mal irgendwie. Wie habe ich das jetzt platziert? So? Ja. Dann kommt das hier. Ja. Ha! Gewaltige übernatürliche Sternennebel drehten sich schwindelerregend über den Helden. Jede wirre Konstellation kündete von einem neuen dunklen Schicksal. Würfel auf Begegnungstabelle C. Hier sind Begegnungstabellen. Du würfelst mit einem W6. 5. Ein Zangor pro Spieler. Stellen jetzt Zangors, das sind diese Monster, auf. Die Zangors sind Zinsch-Tiermenschen und die haben unterschiedliche Ausrüstung und der Spieler, der die platziert, kann auch aussuchen, was es ist, wie zum Beispiel jetzt hier, eine Zweihandwaffe. Du kannst natürlich dann jetzt auch einen anderen nehmen, als sie dich hingestellt haben. Und 2 Einhandwaffen. Du musst sie so nah wie möglich an der Mitte aufstellen, also irgendwo hier in dem Quirl, aber wie du möchtest. Okay. Ja. Jetzt kann ich meine nächste Aktion benutzen, um zu schießen. Wenn sich der Runenträger beim Schicksalswurf in dieser Kammer befindet, war nicht so. Ich bin ja noch nicht mal in der Kammer. Ich stehe da hinten und werde weiterballern. Ja. Aber nächste Runde könnte das wichtig werden, falls wir noch in der Kammer stehen. Also die ganzen Sternenbilder, da haben komische Auswirkungen auf unser Glück und unser Schicksal. So, ich kann mein großes Gewehr nicht benutzen, weil ich keine 6 gewürfelt habe. Deswegen benutze ich jetzt die 3 oder höher, um die Dualin Pistols zu benutzen. Hast du denn eine Sichtlinie? Sind das nicht nur Bewegungsfelder? Das sind doch keine Sichtlinienfelder, sonst wären die rot angezeichnet, oder? Du hast recht. Ja, dann hast du eine Sichtlinie. Genau, ich habe das nämlich nur einen Wirbel ins Nichts. Der behindert meine Sichtlinie nicht. So, die Dualin Pistols. Wenn ich eine Aktion damit ausführe, darf ich 2 Würfel benutzen, weil ich Akimbo-mäßig ich greife nach hinten, ziehe meine beiden Pistolen. Der Zweck hat sehr viele Waffen dabei. Eine 1 und eine 3, das ist zumindest ein Treffer. Weil mein To-Hit-Wert ist 3+. Ja? So, wie viel Schaden macht das? Einen. Einen, dann markieren wir den. Welcher Zango war es? Moment, der hat doch einen Safe-Wurf, oder? Der Zango, nein. Die haben keinen Safe-Wurf. Nein, nur Helden haben Safe-Würfe. Mm. Das findest du gut. Nein. Ich habe einen Safe-Wurf 6+. Ich finde das gar nicht so toll. Welcher Zango war es denn? Der linke. Der linke. Mit den 2 Einhandwaffen. Die haben leider 5 Lebenspunkte. Das ist ja ärgerlich. Also einen Vigor-Wert von 5. Ja. Ich benutze hier die 4 von meinem Heldenwürfel, um auch mal jetzt nochmal 2-mal mit den Pistolen zu ballern. Das sind eine 6 und eine 1. Das ist wieder ein Treffer, wieder ein Lebenspunkt weg. Mhm. Und ich benutze jetzt hier die 5. Ja, was machst du mit dir? Meine Pistole abschießen. Deine Cog-Axe? Nein, meine Dualin Pistols. Ach, die Cog-Axe ist dein Nahkampf, okay. Genau. Also du machst nochmal dasselbe. Ich balle einfach so lange mit meinen Pistolen wie geht. Und 2 Treffer. Du hast hier auch noch Schicksalswürfel, die du verwenden kannst. 2 Treffer. Dann sind wir immerhin schon bei 4. Er hat noch einen Lebenspunkt. Dann benutze ich von hier noch die 3. Mhm. Ich nehme die weg. Wenn ich hier den einen davon rausnehme, wird der höchste noch verbliebene hier erstmal in diesen... Genau, in den Pool Parkbereich geschoben. Ja. Das heißt, ich kann erstmal... Gesperrt heißt es. Gesperrt, ich kann nicht mehr darauf zugreifen, aber Mairi könnte das gleich. So, und jetzt schieße ich nochmal mit der Pistole und es ist eine 1 und eine 2 und die haben beide nicht getroffen. Dann hat es mir nicht gelungen, diesen fiesen Tiermenschen zu töten in meiner Runde. Dann würfel ich meine Heldenwürfel. 5, 4, 2, 1. Meinst du nicht, hier hätten 5? Vigorwert? Ja.
Genau, okay. Ich habe auch vergessen einen. Ah, okay, dann Entschuldigung, was er hat vier Lebenspunkte. Haben die dann vier? Er hat vier verloren, insgesamt hat er fünf. Das heißt, einen noch und er ist. Mit dem Schild hätte er mehr. Ja, da hätte er sieben. Also es kommt auch darauf an, was für Figuren man hinstellt. Die haben auch unterschiedliche Angriffswerte jetzt. Und es wird halt gesagt, man soll, wenn es irgendwie möglich ist, unterschiedliche Bewaffnung hinstellen und nicht mehrmals die gleiche. So, meine Mistweaver Sai. Ich brauche eine 3+ für meinen Fernkampfangriff. Dann, der Würfel wird wieder entsperrt. Würfel ich das erste Mal. Illusory Assault heißt das. Aha. Die stellen sich also nur vor, wie sie vermatcht werden. Yeah. Das war kein Treffer. Ich mache dasselbe nochmal. Das ist ein Treffer und er macht 1W3 Schaden. Also 1. Damit ist jetzt aber der erste Zangor tot und ich kriege einen Ruhm. Vielen Dank, dass du das direkt einstellst. Killstealer. Ja. Ganz unverfroren. Hilfen, ey. Und dann nehme ich die verbleibenden Schicksalswürfel, um das weiterhin zu machen. Einen Treffer habe ich nochmal und ich mache wieder einen Schaden. Dann habe ich hier noch 2 Würfel rumliegen. Du kannst dich noch bewegen. Heilen können wir nicht, weil. Ja, ich könnte heilen, aber ich bin nicht verletzt. Ich kann hingehen und versuchen, einen Nahkampfangriff zu machen, aber das bringt mir nicht so viel. Ach, was soll's. Ich gehe noch 1, 2, 3, 4 und dann haue ich zu und treffe nicht. Das war die Spielerrunde. Also der Spielerzug. Ganz toll. Ja, das war sehr schlau von mir hier. Aber dann zeigen wir jetzt, wie das mit den Zahngor, mit den Gegnern jetzt funktioniert. Die sind dran und die haben hier, für jedes Monster gibt es eine Seite, wo die Werte drauf sind, aber auch wie die Werte sich verändern, je nachdem, wie die Miniatur ausgerüstet ist. Und es gibt eine Verhaltenstabelle, auf die du als Runenträger jetzt würfelst. 1W6 bitte. Eine 5. Fordere die Mächtigen heraus. Jeder Zahngor bewegt sich auf den am wenigsten verwundeten Helden zu, den er erreichen kann. Das bin ich. Oder auf den nächsten Helden zu, wenn er keinen Helden erreichen kann. Er steht direkt neben mir. Aha. Dann attackiert jeder Zahngor den am wenigsten verwundeten Helden in Reichweite mit seiner Savage Blade. 2 Würfel, 3+ ist Treffer. Zwei Treffer. Ich kann versuchen, mich davor zu retten. Mit einer 6. Pro Treffer. Beides mal nicht gelungen. Ich kriege 2 Wunden. Das habe ich nur gemacht, um hier die Mechanik zu demonstrieren. Denn die Wundmarker werden jetzt über die Slots für die Heldenwürfel gelegt. Ja. Und nächstes Mal kann sie eben nur 2 Würfel werfen. Ja. Das geht hoch, bis man alle voll hat. Dann kann man nur noch die Schicksalswürfel verwenden. Und wenn man da noch eine Wunde kriegt, ist man erstmal raus. Du bist raus. Ich bin jetzt der Runenträger. Man gebe mir die Rune. Oh, haben wir irgendwelche Fünfen gewürfelt? Ich hatte eine 5 bei meinem. Aber dann bei Aktionen oder sowas nicht? Nee, okay. Das war nur. Ansonsten. Das ist nicht so, als hätten wir das vergessen. So, jetzt muss ich was beachten, weil hier dieser Raum komische Dinge macht mit. Aha, was sind denn noch die Regeln? Zieh von jedem Würfel mit gerader Augenzahl 1 ab. Beim Schicksalswurf? Ja. Oh. Ja. Wann wird gezählt jetzt für das besondere Ereignis? Ja, erst nach dem Drehen steht drauf. Wir kriegen ein Sonderereignis und zwar die 52. Also als muss man den Silver Tower lassen, da ist immer was los. Da passieren schon, also so viele Pesche, wie wir auch letztes Mal gewürfelt haben, das ist. Es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich mit 5 Würfeln. Ja, aber die Sonderereignisse kommen nur bei 1 und 6er. Ich soll dir aus dem Chat sagen, von Jetstream Sam, du bekommst 4 Wunden und der Zangor greift mehrmals an, der macht 2 Schaden und darf für jeden Schaden nochmals angreifen. Lies doch mal die Regeln. 2 Klingen. Oh ja, das ist einer mit, nein, das ist einer mit einer 2-Hand-Axt. Besitzt einen Damage-Wert von 2. Das heißt, er greift nur einmal an, aber ich habe 4 Wunden bekommen. Soll ich nochmal nur komplett neu würfeln, weil ich habe ja 2 Treffer gewürfelt. Nö, ist schon okay. Aber das geht ja jetzt gar nicht, weil er kann ja nur einmal angreifen. Der macht dann mit 2 Schaden. Das heißt, du kannst gar nicht 4 kriegen. Hm? Er greift er hat, nur ein. Nein. Die 2 Würfel sind korrekt. Er hat aber nicht 2 Attacken. Hätte er 2 Waffen, hätte er 2 Attacken. Zanger Blade ist ein Damage-Wert von 2. Ah ja, okay. Mhm. Okay. Mit 2 Klingeln hätte er 4 statt 2 Würfel gewürfelt. Mhm. Oh, und jedes Mal, wenn ein Zanger bei einem Helden eine Verwundung verursacht, attackt. Wir senden nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum.
Hat jemand den Internethahn zugedreht? Und es stimmt, sie haben Blutdurst, der hatte direkt nochmal nachgeschlagen. Das heißt, ich bin direkt aus dem Spiel innerhalb der ersten Runde. Ich weiß nicht, wir brauchen nicht weitergehen, wenn wir nicht geklärt haben. Hört auf zu interagieren. Entschuldigung. Das war nicht für Zuschauer gerade gedacht, die Erklärung, sondern für Michael. Okay. Okay, offenbar sind wir wieder live. Mach weiter, sorry. Okay, ja. Vielleicht wollen wir mal kurz fragen, ob die Leute auch eine Störung hatten gerade im Bild. Sei die gestört gewesen. Haha. Au, nein, unser Internet war weg. War das bei euch auch so? Aber das hat gereicht, um nochmal zu rekapitulieren. Ja, der Zangor hat mich direkt schon mit 4 Wunden getroffen und weil er dann eine Verwundung erzeugt hat, darf er direkt nochmal mit seinem Vicious Beak angreifen. 1 Würfel 4+. Er trifft. Er trifft, ich bin raus. Zack. Ich kann erst wieder, wenn du ihn getötet hast, ins Spiel zurückkommen. Nur kein Druck. Okay. Neue Runde. Ich kann jetzt noch die Schicksalswürfel benutzen, ne? Und ich muss sowieso meine Heldenwürfel erstmal machen. Ja, ja, also wir sind jetzt schon bei einer neuen Runde. Wir haben noch das Ereignis, die 52. Ja. Maggie. In diesem Augenblick erklang ein Gezeter aus dämonischen Stimmen. Freudiges Kreischen, geschnatterte Rätsel, rückwärts ausgesprochene Flüche und Drohungen, die wie Schleim triefend in der Luft hingen, halten um die Champions und vermengten sich zu einem wahnsinnigen Lärm. Die Feuer des Wandels schlugen hoch, dann verloschen sie und es blieben nur einige umherspringende Schrecken zurück. Jeder Spieler wirft einen Würfel. 4. Auch wenn du nicht da bist? Also, du hast recht. Da du keine 1 oder 2 gewürfelt hast, bist du nicht von dämonischem Feuer versenkt. Das ist schön. Aber dafür taucht ein Pink Horror am nächsten Portal auf. Pfui. Okay. Ja, dann. Ja! Du hast deine geile Waffe freigewürfelt. So, jetzt zeigt Papa mal hoffentlich, wie das geht. Ich benutze mit meiner 6 meine... Wie das geht, ist nicht mit der Fernkämpferin in den Nahkampf gehen. Nur weil man zeigen will, wie es funktioniert. Das war aber sehr lehrreich. Ja, ich habe was draus gelernt. Auch mit, stellt bitte eure Heldengruppe sinnvoll zusammen. Ich benutze für die 6 meinen Grudge Raker, meine große Wumme. Die hat als Besonderheit, solange ich treffe, kann ich weiter würfeln, ohne weitere Heldenwürfel dafür aufzuwenden. Also, ich fange mal an. Ich treffe den fiesen Tiermenschen bei einer 3 oder höher. Nein. Das hat schon mal direkt nicht geklappt. Aber du darfst würfeln, ob du nachlädst und weitermachst. Mhm. 3 oder mehr kannst du die Aktion erneut durchführen. 1. Nein. Nein. Das hat schon mal besser funktioniert. Ja. Dann, jetzt werden wir keine 6 mehr da liegen. Benutze ich die 2 für meine Pistolen. 1 Treffer. 1 Treffer, immerhin. Ich benutze die 3 für meine beiden Pistolen. 1 Treffer. Das sind gar nicht so schlecht, die Pistolen. Naja. 3+. Ich nehme hier einen Schicksalswürfel raus. Das ist besser als alles, was ich... Obwohl die Illusory Assault ist okay. Wieder 1 Treffer. Ja. Ich benutze den nächsten Schicksalspunkt. Ja, die werden ja nicht gesperrt, weil es gibt nämlich keinen anderen Spieler mehr. Ich mache das ja solo alleine durch. 2 Treffer. 2 Treffer. Er ist tot, du kriegst einen Ruhm. Ich fühle mich so ruhmhaft. So, ich habe noch einen. Das wird wieder auf die Pistolen hinauslaufen, fürchte ich. Auf den pinken Horror. Auf den pinken Horror. Es gibt keine Reichweitenbeschränkung für die Fernkampfwaffen, solange man irgendjemanden sehen kann. Reicht das. Richtlinien werden nicht mal durch Modelle unterbrochen, nur durch Gelände. Pink Horror haben 4. Ich habe 1 getroffen. Na dann. Dann schauen wir doch mal, wie der Pink Horror reagiert. W6. 1. Strahlen aus azurblauen Flammen. Jeder Horror der Gruppe versucht, sich so zu bewegen, dass er zu keinem der Helden benachbart ist. Das ist sogar so schon gegeben. Aber wenigstens einen sehen kann. Ja. Demnächst stehen Helden mit blauem Feuer. Oder Flickering Blade, falls er noch benachbart ist. Also er wirft blaues Feuer nach dir. Mhm. Und weil hier sind jeweils immer 3 Werte angegeben, to hit. Weil die Horror, immer wenn man 1 zerhaut, gibt es die nächste Stufe. Und 3 der muss 3 oder mehr. 3. Er trifft, würde 2 Schaden machen. Ich mache, ist das jetzt 1 Save? 1 Save. Und ich safe nicht. Du kriegst 2 Schaden. Nein! Ich habe das Gefühl, wir haben tote Partikel, bevor wir überhaupt in den zweiten Raum kommen. Gut, dass wir streamen. So schlecht ist es noch nie gelaufen. Du bist als Einziger noch da, deswegen darfst du auch wieder Schicksal würfeln und andere Dinge machen. Schicksal!
Zwei Sechsen. Oh, so ein Ereignis. Zwei Dreien. Eine Zwei habe ich übrig gelassen. Schau mal, bei den Dreien kann ein Helfer erscheinen. Helfer. Sobald einer der Helden zwei oder mehr Fertigkeitskarten hat. Du hast zwei Fertigkeitskarten. Ich habe nur eine Fertigkeitskarte. Ah, das andere ist ein Schatz, genau. Mhm. Dann erscheint er nicht. Aber wir kriegen ein Sonderereignis, und zwar die 53. Das ist dasselbe Ereignis wie gerade. Ich sag's nur. Das ist ein Zeichen. W6. 6. Dir passiert nichts, aber es erscheint ein weiterer Pink Horror. Die werden mich umbringen. Ich glaube auch. Kann ich dich irgendwie heilen? Wenn wir einen Heiler dabei hätten. Wenn wir einen Heiler dabei hätten, nein, aber ich bin jetzt ausgeschieden. Ich habe über die vier Wunden hinaus, dadurch, dass er nochmal mit seinem Beak nachgebiegt hat, bin ich aus dem Spiel. Und da kann man mich nicht mehr heilen. Aber wenn wir einen Heiler hätten, wie zum Beispiel den Herrn mit der Laterne da, den Stormcast. Der hat ja auch, der ist so mächtig, der hat sogar immer seinen Greifenhund dabei. Nee, der hat tatsächlich den Hund nicht immer dabei. Das ist der, Moment, das ist der Priester. Sigma-Priester, der den Hund immer dabei hat. Okay. Der sieht doch mächtig genug aus, der braucht keinen Vogel. Okay, dann... Der ist aber nicht da, der schüttelt nur mit dem Kopf. Die sind ein besseres Team, sie und der Sigma und der Stormcast-Eterne. So, ich habe zwei Heldenwürfel nur, weil ich zwei Verwundungen habe. Dadurch sind nur zwei Slots für die Würfel frei. Und das ist eine 5 und eine 1. Ich würde vielleicht mal einen von den Würfeln benutzen, um mich zu heilen. Ich benutze die 1 direkt, um mich zu heilen. Da kannst du, glaube ich, heilen. Ich muss mal eben schauen, ob das ein Punkt ist oder ein W3 sogar. Ich meine, es wäre einer und dann nehme ich die, für jeden weiteren, den ich die Runde heilen möchte, brauche ich einen Würfel höher. Dann nehme ich die 2 von den Schicksalswürfeln, um auch noch die zweite Verwundung zu entfernen. Das lässt mir jetzt nur die 5. Und diese 5 werde ich einsetzen, um mit meinen beiden Pistolen auf den bereits verwundeten Horror zu schießen. Was mir einmal gelingt. Ein weiterer Schadenspunkt für diesen grässlichen Dämon. Ja. Und dann war es das auch schon und die sind dran. Dann würfeln wir auf das Verhalten. 6. Warum kriege ich das nicht für meine Wumme? Teuflische Kapriolen. Oh. Jeder Horror der Gruppe bewegt sich auf den nichtstehenden Helden zu. Dann attackiert jeder Horror der Gruppe den nichtstehenden Held je nach Reichweite entweder mit Bluefire oder Flickering Blade. 1, 2, 3, 4, 5 Schritte, die sie sich bewegen können. 1, 2, 3, 4. Hi. Flickering Blade. 2 Würfel, 2 plus. Ja, alle getroffen. Oh, 4 Treffer. Die machen übrigens pro Treffer 2 Schaden. Ich guck noch mal, wie viele Saves ich überfülle. Oh, und die Flickering Blade ist nur ein Schaden, also 4 Treffer. 4 mehr als, ja. Und das sind genau 2 Saves. 3 Saves. Also du kriegst nur einen Schaden. Ich krieg nur einen Schaden. Puh! Blöde Elfe. Jetzt stehen die aber im Nahkampf. Ist nicht so gut für dich, ne? Nee, aber erstmal neue Runde, Schicksalswürfel. Neues Schicksal. Bitte nicht wieder ein Sonderereignis. 5 werden weggelegt. Die 4 wird runtergeht auf eine 3, damit werden die auch weggelegt. Aber ich brauche die. Hast du nicht vorhin gesagt, dieses Spiel ist weniger unfair? Ja, ist es. Du musst mal das alte Boy-Orchest spielen, wirklich. Ja, das ist insgesamt auch gar nicht so geil. Ich benutze mal hier Du durftest auch nur 3 Würfel würfeln. Ich durfte auch nur 3 Würfel würfeln. Eine 6. Leider stehst du neben Gegnern. Ja. Du kannst aber versuchen, dich von ihnen wegzuschleichen, indem du eine 6 plus würfelst. Was? Du kannst dich von ihnen entfernen. Aber nur, wenn du bei einem Wurf darauf eine 6 würfelst. Echt? Kann ich nicht einfach so rausgehen? Ich dachte, es gibt keine... Das klingt sehr unwahrscheinlich. Das klingt ungefähr so wahrscheinlich, wie dass ich einen Schaden abwehre. Ja, dann gebe ich erstmal einen aus, um zu heilen. Mhm. Und dann gibt's was mit der Cockaxe. Ja? Auf den bereits verwundeten Dämonen, den ich verfehle. Dann benutze ich meine 6, so leid es mir tut, ebenfalls um meine Axt zu schwingen und mit der verfehle ich auch. Das lief schon mal besser. Ich glaube, wir sollten einfach jetzt schon sagen, wir fangen von vorne an. Dann bitte, was ist das für ein Abknicken hier? So, gucken wir mal, was die Dämonen tun. 6, sie stechen wieder auf mich ein. mit ihrer Flamme an. Nee, die hacken mit den Flicker und Blades auf mich ein, mit 6. Das sind ja alles Flammen, was sie haben. Ah ja. Also auch ihr Flickering Blade ist eigentlich ein Feuer. Das sind 3 Treffer. 2 oder höher? Mhm.
4 oder höher saved. Einer gesaved, 2 Verwundungen. Lalalala. Vielleicht rocke ich das jetzt einfach bei den Schicksalswürfen. So, die 6 werden Sechsen. Alle runtergedreht auf 5. Das haben wir eben, weil wir immer noch in diesem komischen Sternenraum sind. Ich stehe da gar nicht drin. Bist du gar nicht drin, dann sind das alle 6, du hast recht. Dann kommen sie alle weg. Es bleibt eine 3 und es gibt ein Sonderereignis, und zwar die 61. Das ist keine typische Runde, die wir hier spielen, was natürlich super ist. Das ist nie eine typische Runde, wenn wir irgendwas live spielen. Ne, das ist, Moment, wir haben doch hier diese Shards, die anderen Teile. Die kann ich doch für tolle Dinge benutzen. Weißt du noch die 5 Minuten Conan-Runde? Oh, du hast was Lustiges erwürfelt, ja? Soll ich vorlesen? 61. Wie lange er dort schon gestanden hatte, vermochte keiner zu sagen, doch die Champions wurden mit einem Mal auf die Gegenwart dessen aufmerksam, der sie gefangen hielt. Es war eine körperliche Präsenz, kaum weiter entfernt als eine Armlänge. Doch kaum hatten sie den Gaunt Summoner entdeckt, beginnt er auch schon wieder zu verschwinden, wobei sich sein rätselhafter Blick auf seine grässlichen Gesichtszüge abzeichnete. Der Gaunt Summoner erscheint an dem Portal, das dem Runenträger am nächsten ist. Entschuldigung. Nachdem er die Widersacherphase gehandelt hat, verschwindet er und wird aus dem Spiel entfernt. Ja, das ist das, was fehlt, der Bossgegner. Du verstehst, warum ich lachen muss. Nein. Willst du wirklich weiterspielen oder machen wir einfach nichts? Ich zieh das jetzt hier durch. Hätten wir mal Hammerhall gespielt. Ja, okay, eine 6 und eine 2. Ich benutze die 2, um mich zu versuchen, aus dem Ding zu lösen. Ja. 6! Du kannst weggehen. Ich gehe weg. So, und Papa braucht jetzt meine Menge Treffer mit seinem Rudge Raker. So, auf den Verwundeten erstmal. Ja. Getroffen. 2 Schaden. 4 Schaden, das heißt, er platzt. Er ist tot, du kriegst einen Ruhm, er zerplatzt in 2 Blue Horrors. Was es jetzt unbedingt besser macht. Nein, stell dir nicht direkt an mich. Ja. So, schauen wir mal, ob ich mit dem Rudge Raker weiterschießen kann. Eine 2. Nein. Nein. Schade. Schade! Ich benutze. Deine Dueltin Pistols? Nee, ich heile einen Punkt. Mit dem Schicksalspunkt. Aha, so. Ich zögere das so lange hinaus, wie es geht. Dann was mache ich mit den Dingern? Die musst du. Ja, dann eigentlich auch viel Spaß, wenn du so länger hinauszögerst. Du kannst seid, heilen. Du, sagt, so du kannst damit heilen, du kannst damit irgendeinen Wurf wiederholen. Toll. Du willst jetzt unsere Dinger verbrauchen. Ja. Also, wenn ich jetzt, wann dann? Vielleicht kann ich ja damit einen Spieler zurückholen. Die 3 Verwundungen deines Helden zu Beginn deines Zuges heilen, bevor du einen Aktionswurf durchführst. Beliebige Würfel deines Aktionswurfes wiederholen. Schicksalswürfel wiederholen, bevor du welche beseitigt legst. Aber also werden wir vorhin tatsächlich auch einen Würfel beiseite legen müssen, weil das sind die Aktionswürfel. Hm. Ja. Dann wieder. Nee, jetzt sind die Viecher dran. Ja. Gerade kannst du damit nichts machen. Die Horrors. Die Horrors? Horrors 2. 2. Sie greifen dich mit Blue Fire an. Blue Fire. Jeweils ein Würfel, 3 plus. Alle? Mhm. Die Kleinen haben, die Kleinen haben 4 plus. Also einer der große, der pinke 3 plus. Der trifft. Würde 2 Schaden machen. Ausweichen Wurf gelungen. Dann 2 mal 4 plus. Beide daneben. Der Gaunt Summoner, was macht der denn? Der hat zum Glück keine Sichtlinie auf dich. Guck mal, erstmal wie er handelt. Vielleicht läuft er ja ran und macht noch was. Ja, würfel mal. Eine 5. 5. Der Gaunt Summoner bewegt sich so, dass sich so viele Helden wie möglich in seiner Kammer befinden. Dann attackiert er mit Inferno Flames. Er kann sich 9 Schritte weit bewegen. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo. Inferno Flames. Er bekommt D3 Würfel. Das heißt, du würfelst erstmal, wie viele Würfel er hat. 2 Würfel. W3, oder? W3, ein, ja. Entschuldigung. Ein. Treffen auf 4 plus. Trifft nicht. Dann kriegst du auch keinen Schaden. Und dann verschwindet er wieder. Oh, du machst hier so einen großen Fahne auf wegen den Dingen. Also je nachdem, was er benutzt, kann es auch sein, dass er einfach die Gruppe auslöscht.
Ein Charakter ist ja keine große Leistung. So, Schicksalswürfel. Ich gewinn Silver Tower. So. Alleine. Ansehen werden abgelegt, Sonderereignis. Ich stehe nicht drin, also wird nicht runtergedreht. Nee. Verdammte Sonderereignisse. 26. Kannst du die jetzt mal töten hier? Es dauert noch ein paar Runden. Die zerfallen immer in die Hälfte. Wieder einen Würfel auf die Runde des Ziehen schlägen. Hier, Würfel. Würfel du. Das können Sechsen benutzen. Nein! Das ist das Einzige, was mir jetzt retten könnte. Und ich habe hier schon eine. Du darfst nur hier keine Sechsen benutzen. Da hast du ja eine liegen. Ah, okay. Ja, jetzt würfel ich hier natürlich eine 6. Wird ja, die runtergedreht? Die wird beiseite gelegt. Komplett. Mhm. Ich beginne erstmal meinen heldenhaften Reigen damit, diesen Schicksalswürfel zu entfernen und damit einen Punkt zu heilen. Und dann geht's hier erstmal mit der großen Uschi los. Die große Uschi? Ich habe meine Rutschraker große Uschi genannt. Ich finde das sehr naheliegend. So, erstmal schauen, ob ich mit der treffe. Das gelingt mir. 2 Schaden. Auf den pinken. Ja, ja, wenn ich 2 Schadenswaffe habe, geht's auf die Großen. Dann, ich darf nochmal schießen. Nochmal auf den Großen. Ich treffe. 2 Schaden. Er zerplatzt, du kriegst einen Ruhm und er zerfällt in 2 blaue Horror. Darf ich nochmal schießen? Ich schau mal, 3 oder höher. Ja, ich darf nochmal schießen. Kann. Man könnte jetzt natürlich gemeinsam direkt an den Strand stellen. Das könnte, ja. Muss man aber nicht unbedingt. Ich schieße. Da du der Ruhmträger bist, ich schieße direkt auf den. Mhm. Ich treffe. Triffst. Das sind 2 Schaden. Sekunden. Reicht das, um sie zu töten? Ja, tatsächlich reicht das, um ihn zu töten. Puff. Du kriegst einen weiteren Ruhm und er zerfällt in Brimstone Horrors. Nur einen? Ja, da sind 2 auf einem Feld. Okay. Darf ich nochmal schießen? 4. Ja, ich darf nochmal schießen. Ich schieße auf den nächsten Blue Horror. Mhm. Ich treffe. 2 Schaden. Puff. Darf ich nochmal schießen? 4. Ja, ich darf. Bei jeder 3 oder höher darf ich weiter schießen. Mhm. Ich erinnere mich, wie das da. Ich treffe. 2 Schaden. Darf ich weiter schießen? 3. Ja. Endlich funktioniert das mal. Der nächste Blue Horror. Nicht getroffen. Darf ich weiter schießen? Ja, darf ich. Ich schieße nochmal auf ihn. Ich treffe nicht. Ich darf weiter schießen. Ich treffe ihn. Du triffst. Aber ich darf nicht weiterschießen. Ja, ich. Was hast du noch mit deinen dualdingen Pistolen? Habe ich 3 oder mehr Widersacher mit einer Fernkampfwaffenattacke getötet? Ja. Dann kriege ich nochmal 2 extra Ruhm. Du bist fast schon wieder rum. Ich bin fast schon wieder rum. So schnell kann das gehen. Ich benutze eine von meinen 5, um die Pistolen auszupacken und hier vorne anzufangen und dann einfach. Die haben einen Lebenspunkt. Mhm. Dann einen auf jeweils. Kannst du die aufteilen auf verschiedene? Wirf 2 Würfel statt einem. Ich weiß nicht. Das ist nur ganz normal für den Angriff, okay. Aber du kannst damit nicht mehrere Ziele. Okay, dann ich habe aber dann beide getroffen. Puff, die geben aber keinen Ruhm mehr. Dafür sind die zu klein. Der Kleine daneben. Puff. Und einmal darfst du noch. Ich krieg sie nicht alle weg. Puff. Einer steht noch. Ja, möchtest du würfeln, was der eine Kleine macht? Ich streiche die dicke Uschi. Hast du gut gemacht. Ich schau mal, was der Letzte macht. 6. Er wirft blaues Feuer auf dich. Er bewegt sich auf dich zu und dann greift er sich dich mit seinem flickernden Flickering Blade. 4 plus. Aber 2 Würfel. 2 Würfel. Mhm. Ein Treffer, den ich aber abhalte. Schicksalswürfel. Mhm. Der kommt jetzt weg? Der kommt jetzt weg, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Es wird nichts abgelegt. Es ist eine Straße. Ich habe eine Straße gewürfelt. Dafür, dass du nur noch einen winzigen Baby-Horror töten musst. Du kommst gleich wenigstens zurück. Freund. Ja, wenn du eine Atempause ansagst, wenn du ein Arsch bist, gehst du einfach weiter. Nein. Nein, nein. So, ich, der steht jetzt neben mir. Ich muss erstmal jetzt probieren.
Ich nehme die 1 und versuche ihn mit meiner Axt zu erschlagen. 5 getroffen. 1 Schaden. Puff. Ich sage eine Atempause an. Möchtest du dafür nicht in den anderen Raum gehen? Gib meinen Würfel aus und geh in den anderen Raum. Dann können wir uns da nämlich beliebig platzieren. 1, 2, 3, 4, 3. Das reicht. So, jetzt sagst du eine Atempause an. Ich sage eine Atempause an. Jetzt können wir uns an eine beliebige Stelle stellen. Ich stelle mich mal hier hin. Und jetzt haben wir die Option, meine Wunden bleiben nämlich erstmal, damit es nur, dass ich vom Feld bin runter. Wir können entweder nach Schätzen suchen oder uns heilen. Du musst dich nicht heilen, deswegen kannst du nach Schätzen suchen. Ich suche nach Schätzen. Ein W6 und bei 4 plus darfst du eine Karte ziehen. Ich finde keinen Schatz. Tut mir leid. Ich heile mich um einen W3, um 2 Wunden. Du darfst dich aber noch platzieren, wo du hin willst. Nach langer Zeit ist mir wieder jemand anders. Na, Elfe, wie läuft das? Du wirst nicht glauben, was alles passiert ist. Ich habe das von da hinten in der Ecke, wo ich bewusstlos lag, irgendwie noch mitbekommen. Du musst der dicken Uschi danken. Ja, danke, dicke Uschi. Ja, nein, ich will dir nicht deine dicke Uschi streicheln. Geh weg mit deiner dicken Uschi! Sie weiß dich nicht zu schätzen, Baby. Schicksalswürfel. Der Chat ist verwundert, dass du Rollenspiel beschreibst hier. Ich lege 4 Dreien weg. Dass Michael hier Rollenspiel betreibt. Wenn ich 6 Gegner in einer Runde mit der dicken Uschi weghauen kann, dann verdient die auch eine eigene Rollenspielszene. Aber grundsätzlich hat der Chat natürlich recht. Es war ja keine Zeitverschwendung, weil sie eh noch würfeln musste. So. Ja, es erscheint kein Familiar. Die Bedingungen sind nicht erfüllt. Das ist doch schon mal was. So, ich darf 2 Heldenwürfel würfeln. Den muss ich wegnehmen, ne, weil es eine neue Runde ist. Eine 5 und eine 1. Ich gebe die 1 aus, um aufzudecken, wenn es okay ist. Bitte. Deswegen sind wir hier. Wegkreuzung. Dieser Dungeon verzweigt sich arg. Naja, das ist der zweite Raum. Das ist genau. Wir hätten die haben sich eben schon aufgeteilt, eigentlich die Erkundungsstapel. Echt? Weil das liegt doch ganz unten dann. Das. Es liegt dann jetzt immer noch in einem Stapel unten. Okay, das wird dann direkt immer aufgeteilt? Mhm. Und jetzt, wo wir die Wegkreuzung aufgedeckt haben, die 2 Ausgänge hat, passiert nochmal dasselbe mit diesen Karten. Ach. Das heißt ja Backtracking. Werden das nicht, wenn irgendwie 3 Felder leer sind hinter einem, das abgeräumt? Ja, aber noch sind alle Kammern mit der verbunden, in der wir stehen. Mhm. Und es gäbe noch eine Stufe weiter. Es werden erst die Kammern, die mit einer Kammer verbunden sind, die mit einer Kammer verbunden sind, die mit deiner verbunden ist, weggenommen. Wir wollen einen größeren Tisch als den hier. Oder ja, möglicherweise. Wir werden hier viel durch die Gegend schieben müssen und Monster runterwerfen. Hammerhall macht das einfacher, weil es da vorkonstruierte Dungeons gibt. Exakt. Lichtstrahlen in den Farben eines Kaleidoskops tanzten durch die Luft. In jedem funkelnden, winzigen Körnchen Glück und Schicksal. Seufzend kam eine Brise auf und verwehte die winzigen Flecken und die Lichtstrahlen zu Wirbelmustern. Wenn die Helden zusammengenommen weniger als 6 Fertigkeiten haben, ja. Oh ja. Würfel auf Begegnungstabelle A. Okay. Führ mich zum Schotter. Begegnungstabelle A. Bitte würfeln. Ach ja, ich bin der Schicksalsträger. Haha. 2d6. 7. Ein kairischer Akolyt pro Spieler und ein W3 blaue Horror. 3 blaue Horror und ein Akolyt pro Spieler. Ja. Da stehen sie gut. Ich fühle mich da vorne gar nicht so wohl. Aber ich greife mal mit meinem Illusory Assault den blauen Horror hier vorne an und treffe nicht. Du hast bestimmt irgendwas, ist denn dieser Schimmernebel, den du da hast? Wenn ich da eine 5 hinlege, dann kann man mich nicht mehr mit einem Würfel treffen, der eine 5. Achso, so den Würfel, den du hinlegst. Möchtest du das nicht mal machen? Da kannst du auch nach vorne zum Tanken. Nee, aber ich lege jetzt mal den Schicksalswürfel hier hin und klaue mir den dafür. Ja, ist okay. Du bist dran. Das sind gar nicht so hohe Würfel. Oh, weißt du was? Ich lass dir den, denn ich habe hier ein unsichtbares Amulett, damit kann ich mich gleich unsichtbar machen und dann ignorieren sie mich. Gehen alle auf dich. Musst du das Ding gleich ablegen?
Das muss ich dort abnehmen, das unsichtbare Amulett. Das ist ein Schatz. So sehen die Schätze bei Silver Tower aus. Ah, okay. Die haben Hammer, ich habe ja Hammerhall-Fähigkeiten hier. Da steht ja sowohl Fertigkeit wie auch Schatz unten drunter. Und hier ist es farbkodiert. Dafür haben sie sich auf die Farben verzichtet. Ja. Niemand weiß warum. Mach Dinge. Ich fange mal an zu pistolieren, weil das ist das, was ich kann. Ich kann ja nicht wieder mit der dicken Uschi los. Die braucht erstmal eine Pause. So. Die dicke Uschi raucht erstmal eine Zigarette und entspannt sich. Mach du das nochmal, Schätzelein. Ich brauche eine sprechende magische Waffe. Deine sprechende Waffe hätte einen rheinländischen Akzent. Also wenn das die dicke Uschi ist, dann kommt die auch aus dem Rheinland, bitteschön. So. Du hast die Pistols auf, ich habe zu allen Sichtlinie. Blauer Horror Nummer 1. Weil das hier, nee, zu dem nicht, weil das hier ist ein blockierendes Feld. Dazwischen, ja. Tatsächlich, die sind hier in Rot eingezeichnet und hier in Schwarz. Ja, ja. Damit man sie bloß nicht praktisch benutzen kann. Wie dem auch sei. Ja. Du triffst nicht. Genau, null mal. Dann gebe ich noch einen aus, um... Dasselbe nochmal zu machen. Und das sind, kommt zum Zug, 5. 2 Treffer. 2 Schaden. 2x1. Puff. Und du kriegst gleich eine Fähigkeit. Level up, das sind Fähigkeiten. Blau, ja. War das nicht die Fähigkeit, die du haben wolltest? Ausweichen. Ja. Du windest dich wie Rauch um die Klingen deiner Feinde und weichst selbst meisterlich Schwengel aus. Das würde doch besser zu mir passen. Ich finde, das passt auch auf meinen Schwengelschmied. So, wirf einen Würfel, ehe du einen Schutzwurf durchführst. Wenn, wie viele Fertigkeiten kann man gleichzeitig aktiv haben? Du kannst so viele, glaube ich, haben, wie du willst. Nur die Schätze sind begrenzt. Moment. Ich baller so lange mal weiter, während du das nachschaust. Ich baller auf den nächsten blauen Horror. Das ist ein Treffer. Du ziehst die zwei obersten Karten vom Fertigkeitsstapel, legst eine davon wieder ab und die andere nimmt deine Heldenkarte. Gibt aber keine Begrenzung dafür, wie viel. Feuer der Schlacht, deine Seele brennt heiß, erfüllt von der grimmen Entschlossenheit, im Blut der niedergewählten Feinde zu schwelgen. Hier, guck mal, lass Ausweichen liegen und nimm das. Wenn dein Aktionswurf irgendeinen Pasch enthält, heilst du eine Verwundung. Wenn dies Platz für einen weiteren Heldenwürfel auf deiner Heldenkarte schafft, würfle sofort für diesen. Das klingt doch geil. Das klingt richtig gut. Das passt doch zu meiner unnatürlichen Standhaftigkeit. Keine Witze von hinter der Kamera. Design des Zwerges, Design des Zwerges. Ich benutze die 5 aus dem Schicksalswürfel, um hier auch nochmal zumindest hinten auf den mit den Duodin Pistols zu schießen. Ja. Ein Treffer. So, liegt noch eine Lebensrückmacke. So pfiffst du den. Jetzt sind die dran. Ich bin. Du bist die Horrors. Achso, möchtest du würfeln? Ich bin der Schicksalsträger, ich darf würfeln. 3. Sie versuchen sich in unsere Kammer zu bewegen, das geht aber nicht, weil sie nicht durch uns durchlaufen können. Ha! Das heißt, im Grunde, bleiben sie davor stehen? Im Grunde, ja, dann bleiben sie. Nein, nein. Und dann greifen sie mit ihrem Area-Angriff an, der aber nur alles in ihrem Ding. Also und sie tun uns nichts. Ja, doof für sie. Und dann die, das war doch gut gewürfelt von mir, oder? So, und die kairischen Akolyten. 4. Es gibt keinen Kommen. Sie bewegen sich auf uns zu und dann greifen sie mit einer Waffe an, mit der sie in Reichweite sind, da sie aber haben sie keine nicht rankommen. Doch, sie Messer. Haben ein Sorcerer's Boot. Oh. Damit dürfen sie jeweils einen Würfel nehmen und bei 3 plus treffen sie. Dich, weil ich die Karte abgelegt habe und unsichtbar bin. Ah. Entschuldige. Okay. So, ich kann also 2x saven. Ja. Ich kann tatsächlich saven sagen, weil save auf der Karte steht. Im Deutschen. Geh saven. Ich save mal nix. Ich ja, dann. Ey, ist voll super, da kann ich gleich mal meine Fähigkeit ausprobieren. Na, hoffen wir, dass du ein Pasch würfelst. Irgendwas muss ich ja können. So, wir sind wieder dran und du bist jetzt der Schicksalsträger. Hier, nimm mal die Schicksalswürfel. Und wehe, du würfelst wieder einen 6er oder einen 1er Pasch. Das macht's ja noch spannender. Ein 5er Pasch. Und ein 2er Pasch. Es ist eine 1 übrig geblieben. Toll. Gut gemacht. Ja. Warte, wir haben das Portal hier nicht markiert. Portal ist da. Es taucht Slop auf. Slop. Echt? Ist das keine Bedingung, dass wir so und so viel Fertigkeitspunkte haben? Nee, dafür müssen einfach nur 3 oder mehr Gegner. Das ist gegeben. Das ist ein Fisch mit Füßen. Ja, jeder von uns hat einen Move-Wert von einem weniger, während er da ist. Ich will mich eh nicht bewegen, ich will nur Schaden machen. Und das andere war ein 2er-Pasch.
Ich habe jetzt keine zwei Schatzkarten mehr, deswegen erscheint der andere nicht. Okay, ich würfel mal meine Aktionswürfel. Und ich habe direkt ein Pasch. Wer hat ein Pasch? Ich. So, Also dich um eins und hast doch einen Würfel würfeln. Zwei. Michael Mingers und das Würfelglück. Tja. Ich glaub, das ein neuer Nicht-ganz-Jugendroman von... Nicht-ganz-Jugendroman. Ist besser als Michael Mingers und die dicke Uschi. Das würde ich auch nicht lesen wollen. Wir haben schon zwei neue Romane in dieser Reihe. Ich freue mich auf eure Fanfiction. Viel Spaß. Ich wünsche mir, dass André das schreibt. Michael André würde das auch wirklich umsetzen können, so wie wir uns das vorstellen. André, wir sind in Gedanken bei dir. So, Meine Gedanken sind nicht schmutzig genug dafür. Ich stehe da doof rum und werde erstmal die 1 hier klauen, frecherweise, um meine Verwundung zu heilen. Dann die 2 aufwenden, um mit der Axt zuzuschlagen auf dieses schreckliche Ding vor mir, was mir misslingt. Dann werde ich diese 3 aufwenden, um mit der Axt auf das Ding vor mir zu schlagen, was mir erneut misslingt. Und wieder werde ich meine Axt benutzen, um daneben zu hauen. Gut gemacht. Schön, dass du mir den Würfel geklaut hast, mit dem ich mich hätte heilen können. Ach so, du musst dich auch noch heilen, ja. Ja, eine 5 und eine 2. Entschuldige. Ich habe deine Verwundung. Ist mir entfallen. Die 2 benutze ich, um eine von meinen Wunden loszuwerden. Ja, und dann haue ich mit meiner elfischen Klinge zu. Ich treffe. Puff. Es gibt aber nicht mehr Ruhm. Nicht mal Ruhm gibt's. Nicht mal Ruhm gibt's. So, sag an, was sie machen. Horror? Horror 5. Die Horror laufen so, dass sie nah dran stehen. Und dann greifen. Du kannst entscheiden, wen sie angreifen. Mich. Und sie greifen mit ihrem Flickering Blade an. Der Blaue hat 3 plus, 2 Würfel. Einer getroffen. Treffer. Ich save. Ich save erfolgreich. Und der andere hat 4 plus, 2 Würfel. Ein Treffer. Ich save nicht. Oh. Also ja. Kairische Akolyten. Der Akolyt an sich würfelt in 2. So, die laufen nach vorne und dann werfen sie wieder ihre Sorcerer's Bolts. Ein Würfel 3 plus. Ich würfel direkt mit beiden. Gehen die wieder auf dich? Ja, die gehen beide auf mich. Das ist aber nett von dir. Beide treffen. Mhm. Ich versuche beide zu saven. Die sind beide gesaved. Ja. Ah, Zwergenstahl. Duerdienstahl. Dann würfel einen W6. 1. Und darauf würde jetzt die Anzahl der Verwundungen addiert werden, was 0 ist. Das heißt, es bleibt bei 1. Wenn man damit eine 6 erreicht oder eine 6 gewürfelt hat, taucht ein pinker Horror auf. Ach. Bei dieser Aktion. Ich bin der Herr des Schicksals. Herrin. Ist mir noch wurscht. Okay. Wie war das mit den Paschwürfeln? 4 werden weggelegt. Nur 6 und 1 nerven mich. Bei 4. Es erscheint ein Tweak. Was macht der? Warum erscheint er da? Der erscheint neben einem Gegner, der einen Sieger von 3 oder mehr hat. Mhm. Jeder Attackenwurf in der Kammer, in der er sich befindet, wird. Also von unseren Attackenwürfen. Die werden gesenkt, aber nur, wenn wir in derselben Kammer sind. Aber zumindest haben wir das nicht. Fernkämpfer for the win. 4, 3, 2. Ich bin als Erste dran. Ich benutze einen Schicksalswurf. Hm? Ich lege die 6 beiseite, um mich zu heilen. Hast du eigentlich noch vor, die Basen zu gestalten von den Modellen dann? Ja, aber ich weiß nicht wirklich wie, weil hier ja alles unterschiedlich aussieht. Hm, deswegen werde ich die wahrscheinlich relativ schlicht machen. Hm. Einfach weiß lackieren oder so, ich weiß es noch nicht. Silbern. Weil es der silberne Turm ist. Und dann versuche ich mich von denen wegzubewegen. Dazu muss ich hier agil rumhampeln. Weg nach Valhalla, silbern ansprühen mit. 3, ich habe mich wegge... Witness! Weggeturnt. Hm. Und damit kann ich jetzt die restlichen Würfel, die ich habe, verwenden, um Fernkampfangriffe zu machen. Das finde ich gut. Das macht tatsächlich Sinn, einen Nahkämpfer mitzunehmen, der vorne steht, ne? Wenn man da hinten steht und die einfach wegballert. Ich versuche erstmal den wegzublasen. Ja. Fast als hätten sie sich was bei den Heldenklassen gedacht. Der funktioniert und er macht
3 Schaden. Das ist natürlich vollkommener Overkill für die Kleinen. Als jemand, der in einer Spielefirma arbeitet, weißt du, dass das nicht sein kann, ne? Dass du das gedacht hast. Und ich würfel. Ich nehme noch den einen Schicksalswürfel, auf den ich Zugang habe, und treffe den blauen Horror und mache 2 Schaden. Damit zerplatzt der zu Brimstone Horrors. Ich bekomme tatsächlich meinen Ruhmpunkt. Wenn die Ruhm sammeln, wollte man sowas schon mal gehört. Du bist dran. Ich muss jetzt immer kann noch... Kann ich jeder Waffen sammeln? Wie Uschis. Uschi ist nicht gesammelt, Uschi wurde von mir erschaffen, nach meinen Bedürfnissen. Und die andere 6 ist auch freigeschalten. Ich bin ja verwundet. Das ist gar nicht mal so gut wie vorher. aber du hast hier eine 6. Ja, ich gebe erstmal einen Würfel aus, um mich wieder zu heilen. Plöpp. Oh. Dann würde ich versuchen, mit den Einsen die da wegzuömsen, damit du danach die 6 verwenden kannst. Ich nehme die 1 für die Axt und haue drauf und schaffe es. So, und jetzt wird hier diese 1, die dicke Uschi, diese 6 genommen, um die Uschi wieder auszupacken. Ah, das fühlt sich gut an. Er packt seine Uschi aus. So, erstmal auf den mit dem Schild. Ha. Moment, nein, der hat ja gar kein Schild. Der hat den auf dem Rücken, der hat 2 Handwaffen, der hat ein Radenschild. Dann schieße ich erstmal auf den mit dem Schild auf dem Rücken. Ja, der hat dann Vigor 3. Ich treffe nicht. Du darfst nochmal schießen. Aber ich darf nochmal probieren. Ich treffe, 2 Schaden. Und ich darf nochmal schießen. Ich treffe. Damit ist der tot und du kriegst einen Ruhm. Der andere hat 4, weil er ein Schild hat. Ich darf nochmal schießen. Ich treffe. Ich darf nicht mehr schießen. Das ist okay. Ich habe diese Runde nur einen Gegner mit einer Fernkampfwaffe getötet. Mhm. Okay. Ich habe noch einen Würfel übrig, damit möchte ich mich aber eigentlich nicht reinbewegen. Obwohl. Nee, ich lasse die auf mich zukommen. Dann kannst du mehr oder weniger einfach anklicken, dass du die Runde überspringst. Klick! Du bist der Herr des Schicksals. Moment, ich hab mir eigentlich die Verwundung geheilt, weil ich einen Pasch gewürfelt habe, oder? Na egal. Vergessen. Ja. So, ich bin. Guck mal. Aber stimmt, du hättest noch einen Würfel mehr. Mhm. Egal. Habe ich jetzt verkackt. Dafür darf der Akolyt mich jetzt umbringen oder so. Mal gucken. Ja, sehr wahrscheinlich. Eine 1. Lass sie bluten. Er haut mit seinem verfluchten Schwert zu. 2 verfluchtes Schwert. Würfel, Treffer auf 4+. Ein Treffer, ein Schaden. Nicht gesaved. Da ist wieder der eine Schadenspunkt. Er kommt schon. Er kommt wieder. Herr des Schicksals. Ich wollte deines Amts. Wir können gleich noch versuchen, hier die kleinen Biester zu fangen. Ich will kein kleines Biest. 4er-Parsch, 5er-Parsch. 1 bleibt übrig. Es erscheint ein weiterer. Der senkt aber nur von uns die Angriffswerte, nicht von den Gegnern. Ja, aber auch nur in dem Raum, in dem er selber ist. Sehr gut. Sehr gut. So, da sind die schon mal zur Seite. Ja. Und ich beginne. Ich habe einen 2er-Pasch, das heißt, ich heile eine Verwundung und kann direkt den nächsten mitnehmen. Dann bin ich ja titanisch mit der 1, 2, 2, 3. Bin ich der hat ganz schön Ausdauer inzwischen, der Zwerg, durch diese Pasch-Regel. Mhm. Das ist gar nicht mal so übel. Da jemand vor mir steht, muss ich jetzt zwangsläufig wieder auf die Axt zurückgreifen. Ja. Mit der Kog-Ex. Daneben! 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 Getroffen. Ein Schaden. Einen? Ja, das reicht genau nicht. Möchtest du den Schicksalspunkt haben, um das abzuschließen? Du kannst gerne den auch noch benutzen, um daneben zu schlagen. Ich treffe. Okay. 4. Er hat ein Schild, ne? Hat er nicht 6? Nee, damit hat er nur 4. Die haben normalerweise 3. Ah, okay. Wenigstens kriegst du Ruhm. Ich leg dich mal rum. So. Dankeschön. Naja, das hat auch super funktioniert. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Willst du die Familie auffangen oder ist uns das egal? Ich habe keine Würfel mehr. Ich wäre dagegen, die blöden Viecher zu fangen. Dann sagen. Aber du kannst sie ja gerne dir holen, wenn du möchtest. Ja, wir müssen auch erst noch in den anderen Raum, bevor wir hier sozusagen eine Atempause machen können. Dann gebe ich einen 2er-Würfel aus, um versuchen, den zu fangen. Jetzt würfel ich einen Würfel und du einen Würfel. Und wenn ich den höheren habe, ist er meiner. Ansonsten verflucht er mich. Nein! Jetzt wirst du vorverflucht. Fluch. Wie ist den Elfen gebührt? Lege 3 Heldenwürfel von deiner Heldenkarte ab. Runde ist vorbei. Aber es sind keine Gegner. Das war überschaubar. Es sind keine Gegner mehr da. Und die hauen jetzt alle ab.
nachdem wir gesehen haben. So, die will also der ist auf jeden Fall jetzt weg. Stimmt, die beiden können noch bleiben. Da. Siege ist mit dir. Echt, ey, einmal mit Profis. Och, so ein Ereignis. Dafür, dass du mich so kritisierst, würfelst du aber auch erstaunlich viele Paschs. 3. 36. Ja, wie gesagt, das Spiel würde von der App profitieren. Oh ja. Und zwar von der. Es gibt eine App für das Spiel, aber die ist. Eine vernünftigen App. Die macht nicht viel, ne? Die ist vor allen Dingen für die Heldenverwaltung drin und die sieht echt kacke aus. Furchtbar, ja. Ich hab's mir auch mal untergeladen. Als die schwebende Streifen windgetragener blauer Seite zur Seite schoben, fanden die Helden sich einem Wesen gegenüber, das sowohl bizarr als auch abstoßend war. Moment, was willst du sagen? Es war ein großer Haufen sich ständig veränderten Fleisches, voller hervortretende Augen, rudernde Arme und weit offene Schlunde, aus denen die Feuer des Wandels troffen. Das ekelhafte Ding streckte seine Hände vor, grunzte und winkte mit nach oben gerichteten Handflächen und die Bedeutung war klar. Ein Wegzeug musste bezahlt werden. Ach, das ist gar nicht so klar. Jeder Spieler muss eine Schatzkarte ablegen, wenn möglich. Wenn ich Nein sage? Du kannst einen ablegen. Aber mein Stäubchen der Abschwörung. Stäubchen? Das ist ein Stäubchen. Steht das da so? Ja. Okay. Das ist nicht mal Staub. Das ist so wenig, dass ich mein Stäubchen jetzt verliere. Ja, das tut mir leid. Man kann sich nicht weigern. Wenn möglich. Falls keiner der Helden irgendwelche Schätze besitzt, also kann man sich offensichtlich nicht weigern, es geht nur darum, ob welche da sind, würfelt man und stellt dann Widersacher auf. Ich fühle mich ja schon gegängelt von diesem mystischen Monsterturm. Railroading Dungeon Crawler. Ja, furchtbar. Versuche ich nochmal einen von den Kackfamiliaren, von den süßen Familiaren zu fangen. Würfeln. Ich habe eine 1. Ich habe eine 2. Ich muss meine anderen Würfel ablegen. Du bist dran. Ich habe das Gefühl, du sabotierst uns ein bisschen. Komm jetzt endlich in dieses Zimmer, damit wir eine Atempause ansagen können. 1, 2, 4, 6. Ich komm mal rein. Ich benutze die 1. 1, 2, 3. Warum brauchst du eine Atempause? Schätze sammeln? Dann können wir Schätze suchen. Wir haben gerade welche verloren. Okay, ja, dann komme ich rein. Und können wir das überhaupt, solange da der Familia noch da ist? Ja klar, der verschwindet dann einfach. Okay, dann machen wir eine Atempause. Der Familia sloppt davon. Slop. Und wir wären übrigens auch langsamer gewesen hier in der Kammer durch Slop. Aber dann stelle ich mich da auf und ich würfle und ich kriege keinen Schatz. Ich habe eine 6. Du darfst dir einen Schatz nehmen. Das sind die hier. Ja. Eine Schatulle von Azur. Wenn es geöffnet wird, entströmt Moment. Diesem schimmernden Kästchen Guck ein mal, blaues da Licht, das magische Heik. Moment, wir müssen noch was auslösen, ne? Wenn der letzte Widersacher getötet wurde. Oh, du hast recht. Hier ist Abschnitt 70. Oh, ich kann mich heilen. Die Schatulle ist so eine Art Heiltrank. In diesem Moment kroch der unwahrscheinlichste Verbündete aus den Schatten. Auf samtenen Pfoten näherte sich der Skaven Deathrunner, dessen Klingen in ihren Scheiden steckten und dessen Schwanz aufgeregt zuckte. Die Champions sahen mit gleichmütiger Vorsicht zu, wie die Rattenkreatur ihnen eine arkane Waffe zu Füße legte und sich dann nervös zurückzog. Das Angebot war offensichtlich, der Beweggrund der Rattenkreatur umso weniger. Dies konnte ebenso gut ein Geschenk wie eine Falle sein. Skaven sollte man ja nicht vertrauen. Du bist der Schicksalsträger. Durchsuche. Nee, der liegt bei dir. Oh, dann suche ich den Schatzkartenstapel, bis ich die Warpsteinbombe finde. Eine Warpsteinbombe? Das klingt gefährlich. Und nehmen Sie an mich. Die Schatulle von Azur, also das müsste eigentlich der Himmelsmagie sein. W3 Lebenspunkte werden geheilt. Und zwar bei mir und allen anderen Helden in der Kammer. Oh, nett. Das kann also durchaus sehr hilfreich sein, wenn du nochmal versuchst zu tanken. Das war kein Versuch zu tanken, das war nur ein, ich zeige euch mal, wie das funktioniert mit dem Sterben. So. Oh, gute Güte, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier... Wir machen hier weiter. Ja. Soll ich schon mal ich bin jetzt Schicksalsträger und ich muss dann würfeln und einen ausgeben. Ja. Beziehungsweise erstmal hier... Erstmal Schicksal, ja. Einser Pasch, es hört nie auf. 41. Hammerhorn ist da irgendwie, geht schneller, weil... Ja, geradliniger.
Was die Helden nicht wussten war, dass nicht alle Schätze, die sie auf den gewundenen Pfaden des Silvertowers gesammelt hatten, waren, was sie zu sein schienen. Groß war ihre Bestürzung, als sie nach verzauberten Klingen oder magischen Strecken griffen, nur um sie in einer Wolke schwefligen Rauchs aufgehen zu sehen. Jeder Spieler wirft einen Würfel für jede seiner Schatzkarten, wenn das Ergebnis 1 oder 2 beträgt, weil der Schatz eine Illusion muss abgelegt werden. Puh! Der scheiß Käfer hat mir Dreck angedreht! Sei doch froh, dass es nicht explodiert ist. Das ist vermutlich besser, als wenn du es benutzt hättest. Wahrscheinlich. So. Wie gewonnen, so also in Rauch aufgelöst. Du bist ja richtig gut heute. Ich bin der König der Welt. Dann guck, fange ich mal an hier. Ich lege die 1 weg und erkunde mal. Es ist eine Zaubererprüfung. Ah, oh, und schon wieder eine Trennung des Weges. Es sind so, ja, noch 2 weitere ab. Auf Kristallsockeln standen 2 Statuen, ein Krieger und ein Zauberer. Beide wirkten auf eigentümliche Weise vogelartig und sahen aus, als könnten sie jederzeit zum Leben erwachen. Zur Überraschung der Champions tat die Zauberstatue genau das. Ich bin nicht überrascht, wenn ich das mal so einschätze. Wie rum soll gedreht sein? So, dass es am einfachsten hinzulegen ist. Das hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber ja, das ist nicht das, was ich, ja. Ein langer Finger bedeutete ihnen näher zu kommen und Sichen verlangte eine Stimme, eine unter sich zu bestimmen, der sich einer Prüfung des Verstandes stellen musste. Der erste Held, der sich in ein mit einem Zauberer benachbartes Feld bewegt, muss die Prüfung versuchen. Der Spieler zu seiner Linken liest Abschnitt 9. Ja, möchtest du da hingehen? Nö, das Verstand ist mehr so deins. Ne? Ich gehe mal hier zwar noch in den Raum, aber danach bin ich fertig. Interessant. Ich muss hier jetzt Dinge tun, weil du dich nicht traust. Ja, Moment. Abschnitt 9. Wenn wir es lange genug durchziehen, können die Leute aus den YouTube-Schnipseln tatsächlich hier so dieses Spiel interaktiv machen mit den Vorlesetexten. Als sie sich der lebenden Statue näherten, lauschten die Helden mühsam auf die geflüsterten Worte, die aus ihrer geschnitzten Kehle drangen. Eine Herausforderung stieß sie aus, eine Prüfung von Können und Verstand, die, wenn sie zu ihrer Zufriedenheit bestanden würde, große und wunderbare Belohnungen bringen würde. Nimm 4 Würfel. 5 Aufgaben liegen vor dir und du hast 45 Sekunden, um so viele wie möglich davon zu erfüllen. In der Reihenfolge, in der sie gestellt werden. Aha. Ist das episch? Das sind Dinge, die Leute... Jemand anders muss die Zeit stoppen. 45 Sekunden! Ein anderer Spieler muss die Zeit stoppen. Sobald der erste Wurf erfolgt, liest die zweite Aufgabe nicht vor, bis der ausgewählte Spieler nicht die erste erfüllt hat. Okay, möchtest du starten? Ich lese erstmal vor, dann fängst du an zu würfeln. Wirf die 4 Würfel. Du musst ein Gesamtergebnis von 15 oder mehr erreichen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Du darfst alle Würfel so oft neu werfen, wie du möchtest, aber du musst sie alle zusammen neu werfen. Okay. Dann. Und schon gelungen. Wirf die 4 Würfel. Du brauchst genau 3 Sechsen zur Erfüllung dieser Aufgabe. Du kannst jeden Würfel so lange neu werfen, wie du möchtest. Hey. Ich merke, es ist eine große Prüfung des Verstandes. Das ist Unterhaltung, Leute. Schau mal, wir würfeln zu. 3 Sechsen. Lege die 4 Würfel so in eine Reihe von links nach rechts, dass sie die Zahlen von 3 bis 6 zur Folge zeigen. Du sollst sie nur hinlegen, ja. Du musst dich nicht würfeln dafür, ne? Nee. Ja. Wirf die 4 Würfel. Du musst exakt ein Ergebnis von 18 erreichen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Du darfst jeden Würfel so oft neu werfen, wie du möchtest. Geschafft. Baue die Würfel zu einem Turm, dass sie exakt 2 Dreien und 2 Sechsen zeigen. Die Zeit ist um. Der ausgewählte Spieler erhält einen Ruhmpunkt für jede Herausforderung, die innerhalb des Zeitlimits meistern konnte. Falls die Spieler alle 5 Herausforderungen geschafft haben, ist ja nicht passiert. So. Oh. Das aber heißt, 4 Ruhmpunkte. 4 Ruhmpunkte. Dein Verstand ist überragend. Mein Verstand ist überragend. Naja, doch. Ich kann im Zahlenraum bis 20 relativ schnell aufaddieren. 10 Applaus, Chat bitte. Internet wird applaudiert. Ich habe nicht ganz verstanden, was die letzte war. Ja. So aufeinander stapeln, dass sie genau 2 Dreien und 2 Sechsen zeigen. Aber von einer Seite nehme ich dann an. Von allen Seiten. Oder dass es sehbar ist. Also das klingt jetzt nicht allzu schwierig, aber unter 45 Sekunden und als 5. Aufgabe, das macht es natürlich etwas fordernder. Ja. So, wir haben den Raum jetzt geklärt, ne? Ja. Cool. Ja, dann. Das war mal was anderes. Atempause und Schätze suchen, oder?
Ja, wir können hier noch einen weiteren Raum erkunden. Wir können uns ja hier unten hinstellen. Mhm. Aber erstmal Atempause und Schätze. Ja. Schätze, ich krieg keinen. 4. Schön für dich. 4 oder höher war Schatz. Ein Schwindlergebräu. Dieser grüne, zichende Trank für flüssige Illusionen, pure Gerissenheit in einer Ertaglasflasche. Lege diese Karte während deines Zuges ab, um entweder einen Widersacher in der Kammer deines Helden zu betäuben, das Ergebnis eines Würfelwurfs, den du gerade durchgeführt hast, nach Belieben zu ändern, oder deinen Ruhmmarker mit dem eines anderen Spielers zu tauschen. Kurze Frage, wird es im deutschen Vertrieb gestellt? Games Workshop vertreibt das selber in Deutschland, ja. Ne? Es gibt keine deutsche Firma, die das... soweit ich weiß nicht. Ja. Auch die ganze Übersetzung wird von Games Workshop selbst gemacht. Die ganze Übersetzung. Also die Teile, von denen sie wollen, dass sie übersetzt werden. Aber ihr hattet doch jetzt auch so eine schöne Übersetzung, Alien vs. Predator, wo ihr auch so gedenglischt habt. Das weiß ich gar nicht. Ich habe mir das nicht mehr gelesen, nachdem wir das ja abgeschossen haben. Abschießen müssten wollen. Aber ja, ja. Müssen wir jetzt nicht noch einen Schicksalspunkt würfeln, für die, bevor wir jetzt weitermachen? Ja, ja. Wir fangen. Das war die Atempause, jetzt machen wir ganz normal weiter. Übrigens, normalerweise wird in der Atempause gewürfelt, ob man... Dark Souls, nicht AVP. Genau, würfeln, ob irgendwie seltsame Dinge passieren, aber wir haben nicht so viele Fertigkeiten, dass überhaupt was passieren kann. Gut. Man würfelt einen W6 und dann addiert man die Fertigkeitskarten, die man drauf hat, zusammen. Wenn man eine 9 erreicht, wird man überfallen. Wir können das gar nicht rechnerisch, das fängt erst später an. 6 am Arsch. Hex am Arsch, was? 6 am Arsch. Es bleibt spannend, liebes Internet. Hex am Arsch. Hast du 2 Schatzkarten? Ich habe 2 Schatzkarten. Hi. Was wirbst du denn? Das ist Punk. Punk? Helden können keine Schatzkarten einsetzen, solange Punk in derselben Kammer ist. Okay, wir gehen jetzt raus. Hoffe ich. Sonderereignis. 44. Ja. Die letzte Kammer war cool. Ein mächtiger Gong schlug wie Donner. Sein Klang rollte durch die stille Luft. Ein goldener Gargoyle schob sein Gesicht durch die Decke über den Köpfen der Helden und sein Kiefer gähnte weit. Heraus fiel eine verletzte Gestalt, die wie eine Flickenpuppe in den Weg der Champions fiel. Lege eine unbenutzte Heldenkarte neben die Kammer des Runenträgers. Helden in der Kammer können die folgende Aktionen ausführen. Helfen. 2+. Ja. Mhm. Okay. Unsere Heldenkarte. Nehmen wir die von dem Questor? Ja, wir nehmen den Lord Castellan, weil der hier ist. Weil der schon so gut bemalt neben dem Feld steht. Ja. Wir können dann jetzt, solange wir hier sind, Würfel, die 2 oder mehr zeigen, benutzen, um ihm zu helfen. Mhm. Und am Ende der Heldenphase wird ein W6 gewürfelt und wenn der höher ist als die Anzahl an Markern, die wir dadurch angesammelt haben, können wir ihn nicht retten. Hm. Ansonsten kriegen wir ihn als Begleiter bis zur nächsten Atempause. Der ist Nahkämpfer, den sollten wir mitnehmen. Der kann heilen. Wir sollten ihn auf jeden Fall mitnehmen. Also ich gebe schon direkt meinen Zweierwürfel aus, um... Können wir das mehr machen? Eine Chance zu geben, ja. Ich will aber auch erkunden. Mhm. Darf ich erkunden, auch wenn wir uns dadurch wahrscheinlich Ärger einhandeln? Ärger klingt spaßig. Hinter dem Spiegel. Ein zeitstoppendes Kaninchen. Einige Augenblicke vergingen, bevor die Champions erkannten, was sie an diesem Ort so beunruhigend fanden. In einem großen Spiegel sahen sie ihre Spiegelbilder sich bewegen, doch alles war auf subtile Weise falsch. Die Bewegungen waren unnatürlich und nicht synchron mit ihren Vorbildern. Würfel auf Begegnungstabelle B. B. Was? Was passiert, wenn man den Dungeon so baut, dass ein Raum in den reinragt, den man schon hatte? Beziehungsweise dann wird umgebaut. Okay. Das ist durchaus vorgesehen, dass dann einfach Karten verschoben werden und Teile des Turms wieder verschwinden. Wenn man übrigens dann noch auf einer Platte steht, die verschwindet, hat man Pech, landet dann irgendwo anders. Im alten Warhammer Quest gab es halt den Laternenträger und wenn du halt zu weit von dem weg warst, 3 Felder hinter dem Laternenträger raus warst, hat dich die Dunkelheit verschlungen und dann warst du tot. Also Gruppe zusammenhalten. Mhm.
Das ist es? Ja, das ist es. Dann mach den mal weg. Ich verlasse mich dann darauf, dass du ein bisschen heilst, ne? Wenn sich dein Held in dieser Kammer befindet, wenn du deinen Aktionswurf durchführst, so legst du jeden Heldenwürfel ab, der eine 1 zeigt. Aber wir sind ja noch nicht drin. Ja. Dann, Illusory Assault trifft nicht. Illusory Assault trifft. Macht 3 Schaden. Flup. Fast tot. Illusory Assault trifft. Macht 2 Schaden, das reicht. Puff, 2 blaue Horror. Nee. Warum? Darf ich den noch benutzen? Ja. Illusory Assault trifft. Macht 2 Schaden. Hast du dir schon Ruhm dafür gegeben? Ich habe mir gerade Ruhm dafür gegeben und für den gebe ich mir jetzt auch Ruhm. So. Gucken wir mal, wie ich das hier durchwuppe. Jetzt eine 6. Ich benutze erstmal die 2. Eine 6. Nein, ich benutze jetzt erstmal die 2, um hier noch so einen Marker draufzulegen. Ja, jetzt müssen wir eine 2 oder weniger würfeln, damit der gerettet wird. Nachdem der Gargoyle ihn aus der Decke gekotzt hat. Das ist sehr unwürdig. 2 oder weniger würfeln, um ihn zu retten? Mhm, eine 1 oder eine 2. Kannst noch mehr Würfel ablegen. Ich gebe noch eine 2 aus, um ihn noch einen Marker draufzuwürfeln. Und dann... Ich hätte ihn schon gerne dabei. Dann gebe ich noch die 5 aus, um noch einen Marker draufzupacken. Mhm. Mit der 1. Die 1, gehe ich 1 nach hinten und versuche, den zu fangen. Plumpf. Okay, ich würfle und ich habe eine 2, du würfelst und hast eine 6, der gehört dir. Was hat er denn für einen positiven Effekt? Du kannst ihn ablegen und wenn das passiert, lege Packe ab, wenn du eine Schatzkarte ziehst, um stattdessen 2 zu ziehen. Hm. Das nächste Mal, wenn du einen Schatz findest, verschaffte dir 2. Nett. Und solange hast du diesen meckernden kleinen mondgesichtigen Typen dabei. So stelle ich mir das vor. Ich finde das sehr nah dran. Wir könnten nicht nur die Texte einsprechen, wir können auch Geräusche für alle Monster machen. Stretch Goal. Ich glaube nicht, dass wir Stretch Goals für Spiele von Games Workshop. Hallo, ist der Games Workshop. Wir wollen gerne ein Crowdfunding zu Ihrem Spiel machen. Ja, wir wissen, dass das schon existiert. So, dann würfeln wir jetzt, ob wir den behalten. Möchtest du würfeln oder soll ich? Würfel du. Ich bin der Schicksalsmeister. Wir halten ihn. Yay. Ab jetzt hat der Schicksalsmensch jeweils die Kontrolle über ihn. Moment, ich schaue nochmal nach, ob er jetzt irgendwie verletzt ist. Ja, er ist jetzt einfach da. Und wir schieben ihn gleich hin und her. Lord Castellant. Wir können auch ihn direkt hier aufstellen. Mhm. Da ist er besser. So. Startet er irgendwie mit Verwundungen oder ist er direkt? Nö, das habe ich nochmal nachgeguckt. Er ist einfach da. Hm. Die Horrors machen 5. Hier sind auch übrigens noch Gegner dabei, die gar nicht als Miniaturen drin sind. Wenn man sich weiter Miniaturen kauft, kann man noch coolere Gegner in dem Spiel einsetzen. Ja, diese geschickten so Teufel was. Von Games Workshop. Sind das coole Gegner? Ja, aber natürlich. Oh ja, das sind die Exalted Flamers of Tzeentch. Warum haben wir das noch nicht? Weil die teuer sind. Ein Herold von Tzeentch. Ich finde, Screamers of Tzeentch und Flamers of Tzeentch. Bis jetzt sind ja immer nur neue Heldenfiguren im Bad Wolf gewesen, aber noch keine neuen Gegner, glaube ich. Ja. Oder sehr nur überschaubar, wenig. Na gut, Gegner. Das sind normale Tzeentch-Dämoneneinheiten, die man dann jetzt auch als Silver Tower Gegner verwenden kann. Wir wollten ja am Donnerstag vielleicht so Ralf fahren. Mhm. Und ich habe letzte Woche bei Ralf schon viel Geld ausgegeben. Elder und Tzeentch, das passt doch gut zusammen. Im Grunde schon. Das sind ja eh alles fiese Kultisten. Ja, die greifen ihn an. So. Erstmal der blaue Horror. Der blaue muss einen 3 plus schaffen, mit 2 Würfeln, 2 Treffer. Er versucht sich zu retten. Einmal gelingt ihm das, kriegt einen Schaden. Und dann der kleine, 4 plus, kein Treffer. Ich sollte den jetzt immer mitnehmen. Vielleicht braucht man einfach einen Spieler mehr. Das ist Nikos Standardcharakter. Aber der möchte ja lieber Technik Deswegen machen. Deswegen ist er ja schon angemalt. Das ist so lieb von dir. Das war die Runde. Ja. Startspieler wechselt. Jetzt kriegst du den Lord Castellan zum Kontrollieren.
Kann ich den vor oder nach mir? Wie ist mir beliebt? Wie, also als erstes bist du dran, aber du kannst auch sagen, du wartest. Dann bin erst ich dran, dann er und dann du. Erstmal würfel ich auf Schicksal. Schicksal. So, 1, 2, 2, 2. 2er Porsche. Was ist das für ein Scheißturm, wo die ganze Zeit diese blöden Viecher aus den Wänden kriechen? Was macht denn der nochmal? Hey! Du kannst keine Schatzkarten in dem Raum einsetzen. Ach ja. Wie wird das begründet? Weil er die ganze Zeit hey begründet? Also ich fände das schon sehr störend. Sobald du den Schatz rausziehst, versucht er ihn dir zu klauen und so. Hüpft um deine Knie herum. Ruhig, ich muss jetzt hier in Ruhe nach den Schätzen suchen. Hey, lass das! Hey, komm, look da! Hey, look over there! So. Ich habe jede Menge fünf. Jede Menge Fünfen. Und eine Drei. Du kannst Figuren bauen, keine Sichtlinie. Ja, ich benutze erstmal die Drei, um hier fröhlich mit meinen Pistolen auf die Brimstone Horrors zu schießen. Mhm. Was mir gelingt. Puff. Dann benutze ich weitere Pistolen, um auf den blauen Horror zu schießen. Was mir zumindest einmal gelingt. Ein Schadenspunkt. Dann noch ein Schadenspunkt. Und ein Ruhm. Ruhm. Und ich benutze hier nochmal meine Fähigkeiten als Schütze und hau dem nochmal einen Lebenspunkt weg und dann ist er futsch. So, und jetzt muss ich nochmal hier drei für den Lord Kastellant würfeln. Der würfelt mal eben 1, 4, 6. Dann benutzt er die 1, um sich zu heilen. So ist es. Und in dem Raum geht es nicht mehr weiter, da ist jetzt ein totes Ende. Wir haben hier keine Karten mehr liegen. Okay, also müssen wir da raus. Da oben liegt auch keine Karte mehr. Da oben liegt auch keine Karte mehr, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, habe ich schon mal den Tank vorgestellt. Mhm. Und die, willst du aufklären? Die letzte 6 werde ich in heilendes Licht verwandeln. Niemand von uns ist verletzt. Noch nicht. Du hast hier noch Schicksalswürfel, die keiner verwendet auch, ne? Hat. Ich habe ja angefangen, das heißt, du bist noch dran. So, ich bin noch dran. 1, 1, 4, 5. Wir könnten noch reingehen und nach Schätzen suchen. Dafür müssen wir eine Atempause ansagen, dann verschwindet er. Pfui. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Mist. Ich kläre auf. Lebender Pfad. Ist auch ein totes Ende und nicht das, was wir suchen. Plötzlich füllen schwebende, pilzartige Scheiben den Abgrund raus. Die seltsamen Gebilde schoben sich gegeneinander und bildeten eine zuckende Brücke, die die Champions eilends überquerten. Nee. Hinter ihnen zogen sich die Scheiben wieder in die Dunkelheit zurück, aus der sie gekommen waren. Würfel auf der Begegnungstabelle C. Ihr wisst deswegen, dass es ein totes Ende ist, weil es keine weitere Erkundungskarte mehr gibt. Ah ja, okay. Die legen wir neben die Tür. Und sowas eben auch bei dem Spiegelraum. Exakt. Wenn der Attackewurf eines Helden in dieser Kammer eine 1 zeigt und der Held nicht das Merkmal chaotisch hat, muss er seinen Heldenwürfel ablegen. Muss er einen seiner Heldenwürfel ablegen. Erstmal stellen wir die Gegner auf. Ich habe nicht vor, da reinzugehen. Du bist der Schicksalsmeister. Würfel auf Tabelle C, 1W6. 5. Ein Zahngor pro Spieler. Welche möchtest du? Die weniger Schaden machen, das hat sich. Also nicht die mit der Axt. Ja. Die mehr aushalten? Ja, warum auch nicht? Ja, aber wir dürfen nur müssen zwei verschiedene reinsetzen. Hm. Was hältst du davon? Das sieht gut aus. Dann verwende ich direkt nochmal Illusory Salt. Hast du mir eben Rumpunk gegeben dafür, dass ich den umgehauen habe? Ja, ich habe den weitergeschoben. Okay. Treffe und mache einen Schaden. Immerhin. Und dann benutze ich noch den letzten Schicksalswürfel, um das nochmal zu machen. Und ich treffe nicht. Und das Portal muss ich noch legen in dem Raum. Wir haben uns aber langsam ganz schön verlaufen hier. Naja. Also bis jetzt hat sich nur kein Raum verschoben. Ich finde, das ist für Silver Tower schon ja, das fängt gleich erst an. Wenn wir hier sind, können wir den wegnehmen, um Platz zu machen. Ja, dann sind wohl die Gegner dran, ne? 2. Was ficht dich an, Horror? Zango. 2. Bestialischer Angriff. Jeder Zango bewegt sich auf den nächsten Helden zu. Dann aktiviert jeder Zango mit seiner Savage Blade, wenn er in Reichweite ist. Ich bestimme, dass er den... Und sie bewegen sich 4 Schritte weit. Ich bestimme, dass er den NSC angreift. Dann greift er den NSC an. Savage Blade, 2 Würfel, 3+.
Warte, der, genau, der hat eine Waffe. Das ist wichtig. 3 plus sind 2 Treffer. Er kann saven mit 4 plus. Er hat einen gesaved, damit hat er eine Wunde verursacht. Das heißt aber, dass er nochmal angreift mit seinem Savage Beak. Würfel 1, 4 plus. Ein Savage Beak verfehlt. Verfehlt. Dann ist der zweite dran. Soll den Schnabel halten. Der zweite, der hat 4 Würfel. Scheinen alle zu treffen. Das sind 4 Treffer. Dann kann er auch viermal versuchen, sich zu saven. Das ist hat er noch einmal geschafft. Einmal, das sind 3 Verwundungen. Und der biegt nochmal nach. Der und trifft und damit ist der ausgeschaltet. Nein, der kann auch saven. Das hilft nicht. Danke, Lord Castellant. Das war ein kurzer Auftritt. Na toll. Dein Charakter, Nico. Dein Charakter. Ich hoffe, du bist stolz. Er hat uns eine ganze Runde Schaden erspart. Jetzt bist du. Die Zahnkosten sind richtig, sind relativ hart, ja. Das ist ein relativ heftiger Sprung von den Kairex zu denen, obwohl sie sich sehr ähnlich sehen. Die einen haben nur Masken auf, die anderen haben komische Köpfe. Okay. Schicksal. Warum haben die Masken auf? Warum tragen die Masken? Warum liegt überall Nebel rum? Das ist eine gute Frage. Vier. Ich glaube, das wäre wieder derselbe Begleiter, den wir schon zweimal auf dem Feld haben. Da kann nichts mehr passieren. Willst du noch was trinken, Michael? Nein, danke. Soll ich dir die Cola reichen? War das, wenn du nichts trinken willst, also, war das wieder so... Eigentlich nicht. Ich wollte wissen, ob du was trinken willst. Aber hi. Wenn nicht... So, hinter dem Spiegel kann auch weg. Mhm. Braucht kein Mensch. Wo ich denn die anderen hin? Ah, da. Ich benutze eine 1, um mich zu lösen. Mehr als ein Feld ist möglich, das ist dann eine komplette Bewegungsaktion. Ja, soweit ich weiß. Also du kaust mit dem Würfel, du gibst einen Würfel aus. Ah, jetzt ist meine Bandblase gepatzt. Aus Versehen. Aus dem Taschentuch. Nein, so groß war sie nicht. Ah, jetzt juckt sie wie Sau. Ich will kratzen. Bitte einmal Beileid für mein einmal fett zoomen auf die Brandblase. Ich zoome auf ihr rotes Gesicht, wenn sie die Luft anhält und versucht, sie zusammenzureißen, um ihre blöde Brandblase nicht aufzukratzen. Der Grund, warum ich lieber mit Edelstahlpfannen arbeite, als mit Beschichteten. In Beschichteten spritzt das Fett mehr. Der Grund, warum ich lieber mit dir essen gehe, als... als mich kochen zu lassen. Danke. Bezaubert. Proteinshakes. Müssen wir abbrechen. Nein, ich leg mich ab, indem ich Leute töte. Yeah. Töten. Hier, greif den an, der hat schon Schaden. Ja. Ich treffe. Ich mache einen Schaden. Ich treffe nicht. Ich nehme mir hier die 5, damit du noch die 6 zur Verfügung hast. Gleich. Und treffe nicht. Und mit der 2 gehe ich nochmal. Hi. Okay, gucken wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Nicht kratzen. Das ist gar nicht so cool, aber das ist ja auch gar nicht so wichtig, weil da liegt hier hinten schon eine fantastische, köstliche 6. Ich gebe eine 2 aus, um 1, 2, 3 mich hier hin zu bewegen. Kann ich von hier aus alle sehen? Nee. Ich muss mich nochmal bewegen. Also wir können mal eine Karte anlegen. Du musst von der Mitte deines Feldes zur Mitte des anderen Feldes sehen können. Nee, geht durch. Okay. Ja. Dann gehe ich jetzt hier noch 1, 2. Na, hier oben stehe ich. Nee, ich muss nicht bis hier gehen, ne? Mhm. Gut. Dann, also ich habe eben von da auch ausgeschossen, dann war das meins regelwidrig. Ich nehme die 6 aus dem Schicksalspunkte-Vorrat und werde sie benutzen, um Uschi rauszuholen und dann mal zu zeigen, was Uschi so kann. Erstmal auf den Verwundeten. Meine Tante heißt Uschi. Ich treffe nicht. Und ich kann aber nochmal probieren. Ich treffe 2 Schaden. Nein, der hat ein Schild. Die haben auch von Natur aus 5. Mit Schild haben sie 7. Kann ich nochmal schießen? Nein, kann ich nicht. Das kann Uschi also. Also, ich habe gerade genauso viel Schaden reingedrückt wie du vorher. Also, ich weiß, einmal dran. So, apropos einmal dran. Die Pistolen ziehen und hinterher. 4 und 6, 2 Treffer. 2 Schaden. Dann ist er bei 6.
Hat er noch einen Lebenspunkt? Mal gucken, ob wir das jetzt hier fertig kriegen. 4 und 6, 2 Treffer. Puff, Zangor weg, ein Ruhm. Sieht's aus mit dem Ruhm. Dann war's das von mir. Dann ist der Zangor. Ist der Zangor dran. 6. 6. Auf den am wenigsten verwundeten Helden, zu den er erreichen kann? Oder das auf den nächsten? In beiden Fällen ich. Dann greift er mit Savage Blade an. Und er hat 2 davon, also 4 Würfel. Savage Blade. 4 plus? Muss nee, warte, 3 plus. So Savage Blade? 3 plus, also 3 Treffer. Die saven. Oder ein Crossover aus Blade und einem Barbarenfilm. Finde ich gut. Hast du einen gesaved? Ich habe einen gesaved, das sind 2 Verwundungen auf. Dann biegt er nochmal hinterher. Ein Würfel, 4 plus. Er trifft. Und ich save nicht. Jetzt kann ich mir gleich richtig glänzen. Können wir das crowdfunden, wenn Wesley Snipes wieder aus dem Knast raus ist? Ist der immer noch immer wieder in Steuerhinterziehung? Ich glaube, der hat sich bis jetzt immer erfolgreich im Ausland aufgehalten, wenn jemand ihn nicht wollte. Neue Runde. Ist er vielleicht hier gerade in Europa und wir können ihn für Savage Blade casten. Wer? Was? Das ist ein 5er-Pasch und ein 3er-Pasch und eigentlich ist alles scheiße. Keine Schicksalspunkte für uns diese Runde. Ja, die beiden. Hast du 2 Fertigkeitskarten? Du hast 2 Fertigkeitskarten. Ich habe tatsächlich 2 Fertigkeitskarten. Dann taucht ein Buch auf. Buch? Und reibt sich an deinem Bein. Hey. Bitte? Hey, hey. Hey. Und solange er da ist. Mist, ich kann nicht. Kannst du keine Fertigkeit in der Karte, der Kammer einsetzen? Keine Fertigkeitskarten. Ja. Ich kann eh keinen Pasch würfeln bei den Lebenspunkten. Ja, das stimmt. Da musst du mich jetzt aushauen. Ja, dann würfel mal deinen einen Würfel. Keine Schicksalswürfel diese Runde. Eine 2. Ich benutze die 2, um mich zu heilen. Ich bin fertig. Fünf, fünf, zwei, eins. Ich muss erstmal irgendwo hingehen, wo ich ihn sehen kann. Ist gar nicht so einfach. Von hier siehst du ihn. Ja. Hi. Ich treffe. Ich mache einen Schaden. Ich treffe. Ich mache 3 Schaden. Mhm. Jetzt. Also noch ein Lebenspunkt. Ich kann nichts mehr machen. Geh in den Nahkampf. Nee, du kannst nicht. Ich bin allzu weit entfernt stehen geblieben, aber ich sonst konnte mich auch nicht weiter bewegen, als ich gelaufen bin. Ja. Jetzt würde ich sagen, ist er dran. Mhm. 1. 1. Bewegt sich auf den am stärksten verwundeten Helden zu. Das bin ich. Und dann greift er sich mit einem Savage Blade an. 2 Treffer. 2 Treffer. Safe, safe, safe. Und ich safe keinen von denen. Dann hast du 2 Verletzungen und er biegt nochmal. 4 plus. Uiuiui. Er trifft. Und gesaved. Ah, du bist noch im Spiel. Ja, ich bin noch da. Neue Runde. Ja, er steht nur da. 5er Pasch. 5er Pasch passiert nichts, das habe ich eben schon nachgeschaut. 3, 2, 3, 1. Uiuiuiui. Illusory Assault. Trifft nicht. Illusory Assault. Trifft. Macht. 2 Schaden. 2 Schaden. Und Schütz und weg. Und ein Ruhm für dich. Ich kriege eine neue Fähigkeit. Ich darf 2 ziehen und mir eine aussuchen. Ich nehme Ausweichen. Ich lese die andere gar nicht erst. Die andere kommt drauf, nicht runter? Du hast recht. Ich glaube, sie kommt runter. Haben wir das falsch gemacht? Ja, ist mir egal. Ich will aus. Fehler zu deinen Gunst. Mhm. Das Internet ist sicherlich empört. Ja, das Internet ist garantiert empört. Was macht das Buch nochmal? Dass wir keine Karten einsetzen können. Was für Karten? Fertigkeitskarten. Mhm. Ich laufe auf das Buch drauf und versuche es zu fangen. Du willst gegen mich. Ich habe eine 3. 1. 1. Mir gehört das Buch. Seinen Segen habe ich noch nicht nachgeguckt.
Ja, damit kann man 4 Karten anstelle von 2 ziehen, wenn man Fähigkeiten aussucht. Hätte ich das mal gemacht, bevor ich den Zangor getötet hätte. Passt schon. Und dann habe ich noch eine 1 und damit laufe ich einfach noch. Denn wir müssen hier weitermachen. Mhm. Okay. Ich benutze die 3 Würfel, um mich zu heilen. Dachte ich mir. Jetzt bist du wieder Herr des Schicksals. Herr des Schicksals. Und ich zeige das direkt mal, indem ich 2 6 Würfel, die weggelegt werden. Oh, Sonderaktion. 52. Jeder von uns würfelt, hatten wir eben schon. Ich habe eine 4, das sind 5, uns passiert nichts, aber es erscheint ein Pink Horror. Hi. Auch da, wo wir nicht auf ihn schießen können. Gemein. Er kann auch. Er muss so nah wie möglich an dem Portal erscheinen, also da oder da. Willst du ihn da hinstellen? Du bist Herr des Schicksals. Ja. Da kannst du aber auch nicht auf ihn schießen, weil du daneben ihn stehst. Da kann ich, muss ich mich rausbewegen, also deswegen ist es mir da lieber. Dann würfel ich mal. Du hast einen Patsch gewürfelt, du heilst. Und ich heile? Darf direkt. Denn ich habe das Buch weggefangen, das das verhindert hätte. Und eine 5. 6, 5, 5. Das ist doch ganz okay. Dann bewege ich nämlich erstmal die 2 hier raus. Dann geht die 5 in die Blockade. Also 1, 2, 3. Dann nehme ich die Uschi. Und schießt so lange auf Horror, bis keiner mehr da ist. Ich treffe. 2 Schaden. Das ist Gib. Du darfst weiterschießen. Ich treffe nicht. Du darfst weiterschießen. Ich treffe nicht. Ich darf weiterschießen. Du triffst. Er ist tot. Du kriegst einen Ruhm. Es erscheinen 2 blaue Horror. Ich darf weiterschießen. Ich treffe. Du kriegst einen Ruhm. Es erscheinen Brimstone Horror. Ich darf weiterschießen. Ich treffe nicht. Ich darf weiterschießen. Ich treffe nicht. Ich darf weiterschießen. Ich treffe den. Du kriegst einen Ruhm. Ich krieg nochmal 2 extra Ruhm, weil ich 3 Gegner umgebracht habe. Ich muss jetzt würfeln auf weiterschießen. Mhm. Ich darf nicht weiterschießen. Ich benutze meine Pistole, um auf die Brimstone Horrors zu schießen. Ich treffe einmal. Das reicht. Ich benutze wieder einen Würfel, um mit den beiden Pistolen zu schießen. Ich treffe einmal. Das reicht. Ich benutze meinen letzten Würfel, um 1, 2, 3 hinterher zu laufen. War was? Nö, nö! Nö, nö! Ist alles in Ordnung da hinten? Alles safe. Ist das doof? Der torpediert ziemlich das restliche Spiel mit seinen Wiederholungswürfen. Aber ich mag ihn total gerne. 5, 3, 2... Und ja, wir haben schon darüber diskutiert, ob das unendlich geht, aber da gibt es keine Einschränkung, wie lange man das machen kann. Tatsächlich hat von den Cadoran Overlords, der Admiral hat auch eine Volley-Pistol dabei und die macht das Gleiche, nur mit weniger Schaden. Wir sind den Dungeon ein bisschen verlegen, denn den können wir jetzt sowieso, wir können ja eigentlich die schon unten wegnehmen. Die können wir wegnehmen, ja. So, du bist jetzt dran. Du hast Schicksal. Warte, ich bin überhaupt noch dran, diese Runde. Ich war noch gar nicht dran. Oh, okay. Ich bin gelaufen. Das dauert so lange mit der Uschi. Ja, entschuldige bitte. Eisenbrut. Hier wand und krümmte sich ein unreines Geschöpf aus Metall und Tentakelfleisch. Der goldene Panzer der Kreatur war mit Runen beschrieben, die Wellen magischer Wut ausstreiten, die die Bewohner des Turms in den Wahnsinn trieb. Ich baue das mal auf. Ach, die Bewohner des Turms sind wahnsinnig. Wer hätte das gedacht? Und das ist jetzt auch eine Sackgasse? Nee, da geht's weiter. Hier sind noch Karten. Ist das nicht da unten? Okay. Das ist hier. Miku würde keine Schlüssel machen. Nein! Was hast du heute noch vor? Arbeiten. Das ist Arbeit. Bewegungstabelle C. 4. 1W6 Grottskattlings. 3 Grottskattlings. Oh, jetzt kommen diese seltsamen Nachtgoblin-Spinnenviecher. Ja. Die im Silver Tower irgendwie schrecklich mutiert sind. Der Chat glaubt, dass die Fähigkeit deines Schwengelschmied etwas overpowered ist. Da hat der Chat verflucht. Bist du sicher, dass du die Gegner richtig interpretierst? Ja, wir haben die auch schon bei Hammerhorn mehrfach durchdiskutiert.
Nachdem du die Aktion Bloodraker durchgeführt hast, wirf einen Würfel. Bei einer 3 oder mehr kannst du die Aktion erneut durchführen, ohne einen Heldenwürfel einsetzen zu müssen. Fahre sofort, bis du keine 3 oder höher mehr würfelst. Es gibt keine Einschränkungen. Das ist, also gerade der letzte Satz sagt es eigentlich relativ klar, dass das unendlich lange geht. Es gibt keine Einschränkungen. Da, solange ich vernünftig würfel. Steht auf der Karte, diese Fähigkeit ist overpowered? Nein, das ist offensichtlich. Wär aber korrekt, ja. So als Notiz vom Lektor oder so noch, diese Fähigkeit ist overpowered. Seid ihr sicher? So in Klammern. Sie haben sogar die Lektoratsanmerkung übersetzt, die fehlerhaft aus Versehen draufstehen. Das erinnert mich an ein Abenteuer, in dem tatsächlich ein Beispiel, ein nicht fertiger Kasten abgedruckt wurde. In Cetar, also in dieser Dschungel-Echsen-Globule. In der Drachen. Ein DSA-Buch? Drachendämmerungs- oder wie sie hieß, Kampagne. Drachenchronik, genau. Ja. Und da stand halt ein, wie können Sie die Stimmung am Spieltisch verbessern? Und da stand dann, ja, drehen Sie die Heizung hoch, suchen Sie sich stinkende Mitspieler und holen Sie die Echsen aus dem Terrarium. Das war nicht der fertige Kasten. Bist du sicher? Ja, ich habe beim Autor nachgefragt. In dem Oberbuch schon mal wirklich tatsächlich Lektoratsanmerkungen. Ja, in Klammern, so seid ihr sicher tatsächlich. Im Spielhandbuch von Warhammer Fantasy 3 auf dem Deutsch sind auch noch Lektoratsanmerkungen. Ja. Bessere Übersetzung in Klammern. Bessere Übersetzung, Fragezeichen? Ich bin mir sicher, bei Büchern von uns, also zu meiner Zeit, ist das auch noch passiert. Ich töte. Ich denke, ich sollte dir mal neue Batterien geben. Ich blinke. Ich treffe, ich töte. Der Michael blinkt. Abbruch, Abbruch. Ich hoffe, du bist stolz auf dich, weil du Goblins abgemoxt hast. Ich töte. Und dann nehme ich noch die Schicksalswürfel. Sie sind da. Ich treffe! Ich kriege sogar einen zusätzlichen Ruhm. Das ist meine Sonderfähigkeit, wenn ich beim Illusory Assault eine 6 würfle. Aha. Ich muss dafür 3 Gegner pro Runde erschießen. Ich töte ihn nicht. Das ist das erste Mal, dass das passiert ist in unserer ganzen Sitzung. Das musst du mal öfters angreifen. Ich treffe. Und jetzt ist er tot. Piu, 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 piu. Kennst du dieses Lab-Video, das irgendwie vor Jahren viral ging? Feuerball. Lightning Bolt. Ja. So, der Raum ist leer. Ich benutze meine letzte 2, um zu gehen. 2, 3, 4. So, Test. Internet, kann man mich hören? Sieht so aus. Es leuchtet, dann muss es gut sein. Neue Runde, neues Glück. Ich muss Schicksal? Nee, ich bin jetzt Schicksal. Du musst Schicksal? Ich bin Schicksal. Nimm Schicksal. Der lebende Pfad kann weg, ne? Ja. Ist das Kunst oder kann das? Weg. 1, 2 und 4. 4. Unendlich viele 4. 4. Nein, nichts erscheint. Und ich möchte warten, bis du dran warst. Komm mal hinterher. Komm her. Ja, fantastisch. Ich benutze die 1 direkt mal. Und 1, 2, 3. Oh, du bist ja so schnell. 1, 2, 3. Kannst hier, da. 1, 2, 3. Die 6. 1, 2, 3. Oh, das tut mir leid. Aber guck mal, wir können jetzt hier hinten den ganzen Scheiß abbauen. Das ist auch schon mal viel wert. Das müsste eigentlich noch liegen. Der bleibt da. Ich habe damit ein paar verblüffte Gegner durch die Gegend geschoben. Hey, hallo. Mama! Gut, dann bin ich jetzt dran. Ich benutze ein 1, um mich zu bewegen. Und dann benutze ich die 2 aus dem Pool, um zu erkunden. Der Garten der Schatten. Der Garten. Das ist immer noch nicht Schatten. Unsere Finale. Wirbelnde Schatten und der Geruch von Erde und Zauberei lagen in der Luft. Von den Ruinen im Boden ging Licht aus, das träge pulsierte wie im Rhythmus des Herzschlags einer großen Bestie. Begegnungstabelle C. Und danach dürfen wir was vorlesen. Okay, kann man die andere Karte sehen? Klar. Okay. Der Garten der Schatten. Und Begegnungstabelle C bietet uns, du bist Schicksalsmeister dieser Runde? Ja, 6.
Ein Grotzkattling pro Spieler. Wow. Und ich bedenke, dass das ähnlich viel Ruhm... Das heißt ähnlich viel, das gibt genauso viel Ruhm wie ein Zangor. Das ist schon bedrückend. Mhm. Geh rein. Bist du sicher? Ja. Und dann benutze ich meine 6, um sie zu stunnen. Der erste ist gestunnt, der zweite ist gestunnt. Jetzt habe ich endlich mal meine tolle Fähigkeit angewendet. Bedazzle. Die ist nämlich eigentlich ganz cool. Damit gehst du in den Raum und du betäubst erstmal alles. Bedazzle. Bedazzle my nazzle. Und jetzt habe ich noch eine 3 übrig, mit der haue ich ihm eine vor die Ömme. 4 plus? Nö. Ja, du bist dran. Mach mal was Schönes. Du hast eine 6? Ich weiß schon, was ich vorhabe. Uji! Vernichte diese schrecklichen Goblins. Ich treffe 2 Schaden. Boom! Die haben nur 2? Ja. Okay. Haben nur 2. Darf ich nochmal? Nein, du darf ich nicht. Du kriegst eine Fähigkeit. Ich darf nicht nochmal mit Uji. Uji fühlt sich beschämt, dass sie auf sowas ausgelassen wird. Dann muss ich jetzt meine Pistolen nehmen. Mit denen einmal trifft. Das reicht. Oder? Ne, einmal getroffen ist nur ein Lebenspunkt, ja. Ne? Ja. Und ich darf mit Fertigkeiten ziehen, 2, ne? Und dann bewege ich mich mit einem Würfel näher ran und mit dem anderen Würfel benutze ich mal die Axt in der Hoffnung, dass nichts passiert. Oh, eine lebende Feste, das klingt doch nach mir. Eine lebende Feste? Ich wirf jedes Mal einen Würfel, wenn dein Held eine Verwundung erleidet. Bei einer 6 ist er stattdessen nur betäubt. Oh. Ja, ich möchte gerne eine lebende Feste sein. So, und du bist jetzt der Schicksalsmensch und wir bekommen keine Gegnerphase, weil der einzige Gegner, der noch da ist, betäubt ist. Vieren gehen weg. Ja, passiert nichts. Und der Rest bleibt da. Ich beginne unverletzt. Kannst du den Doppel-Uschi machen? Dafür müsste ich mich erstmal wegbewegen. Ich versuche jetzt erstmal mit der Axt auf den drauf zu hauen, was nicht gelingt. Hier, da. Verschwende nicht die 6. Der Axt draufhauen, was gelingt. Tod. Ruhm. Und jetzt kannst du noch zum anderen Ausgang gehen und hoffen, dass ich gleich was Cooles aufdecke. Ah, erstmal müssen wir den Abschnitt vorlesen. Mhm. Vielleicht kommen ja noch Gegner, da kann ich die Doppel-Uschi einsetzen. Die Doppel-Uschi. 2 6. Abschnitt 4. Falsches Heft. Man muss sehr viel blättern. Als das Getöse der Schlacht abebbte, die Schlacht, sahen die Helden, dass durch Klinge oder Strahl der seltsame Pilz, der diese Kammer befallen hatte, schwer verletzt war. Nun setzte ein Verfall ein, der sich von den an ihrem gummiartigen Fleisch verletzten Fruchtkörpern auf alles andere ausbreitete, was in der Kammer wuchs. Der Runenträger nimmt die Erkundungskarte, Garten der Schatten, und legt sie bis zum Ende der Prüfung neben seinen Helden. Das kann sein, dass es dann nachher im finalen Kampf was Cooles bringt, dass wir das jetzt gerade schon abgeschlossen haben. Oder gerade nicht, das klingt sehr nach Vergammeln. Ich kann es nur neben der Wunde. Das ist nur psychologisch. Ich muss ein Pflaster drüber machen, damit ich das lasse. Ja. Yeah. Oder die Wunde in Cola halten, damit es desinfiziert oder so. In Cola? Das ja, hast du gerade eine Schusswaffe, die abfeuern kannst, um es zu kauterisieren? Oder einen Flammenwerfer? Salzwasser! Salzwasser! Aber Cola ist gerade da. Ach ja. Tja. Ich benutze noch hier. Du kannst die 3 benutzen, um zu gehen? Nutze die 3, um zu gehen. 1, 2, 3. Und die 6, um dann aufzudecken. Die Sporenhöhle, endlich die finale Karte. Gucken wir mal, lassen das da verschwinden. Da möchte jemand nach Hause. Der ist schon zu Hause. Das war ja einfach. Das ist ja die Hälfte schon durch. Ich glaube andersrum. Andersrum, ja. Die hatten einen Eingang. Lies Abschnitt 27. Ja. Wenn sich zu Beginn einer Runde Helden in dieser Kammer befinden, liest Abschnitt 73. Wenn ein Widersacher in dieser Kammer eine Verwundung erleidet, wirf einen Würfel fehlte Pilzmarker. Oho, lass uns erstmal den Text da lesen. Wer weiß, was diese Pilzmarker sind. Dann traten die Champions in eine seltsame Kammer, die von grotesken Pilzen erhellt wurde, die flackernd smaragdfarben leuchteten. Bestienhafte Schatten tanzten und flossen über die Wände der Grotte, die dunklen Silhouetten der Monster, die im Herz der Höhle tanzten und sangen.
Als die Champions die glühende Höhle betraten, begannen die Fliegenpilze sich grausig zu schütteln und Schreie auszustoßen, wobei ihnen ganze Sporenwolken entwichen, die durch den Raum trieben und ihn mit Gestank erfüllten. Dadurch gewarnt, ergriffen die Bestien in der Höhle ihre Klingen, während ihr gewaltiger Anführer nach dem verzauberten Amulettfragment griff, das von seinem Hals hing. Die gekrächzten Gebete der Bestien schlugen in blanke Wut um, als sie sich daran machten, über die Störenfriede herzufallen, um sich an ihrem Fleisch zu laben. Lege das Fragment von Gyran, das ist das, worum wir spielen. Nimm das Spielfeld und platziere die beiden Pilzmarker, wie auf der Erkundungskarte abgebildet. Die Pilzmarker genau sind die hier. Und die kommen, einer kommt hier hin. Warte, nee, andersrum, da ist der Eingang. Dann kommt einer hier hin. Danke. Und einer dahin. Lalala. Ah, guck mal, hier sind sogar blockierende Felder. Wenn einer der Helden die Erkundungskarte mit dem Namen der Garten der Schatten hat, sind die seltsamen Fliegenpilze bereits erwacht. Wirf einen D3 für jeden Pilzmarker und lege entsprechend viele Verwundungsmarker auf ihn. 1, 5. 3. Nice. 3 und 1. 1. Wohin? Welcher Wunde? 3 war oben. Mein Ziel ist es, die Pilze zu beschützen. Baue den Ogroid Thaumaturge im Zentrum der Kammer auf. Minotaur und Magier klingt nach einer total tollen Sache. Dann stelle 2 Zahngors plus 1 für jeden Helden so nah bei ihm auf wie möglich. Wir müssen ihn töten, um an das Ding zu kommen. Mhm. So. Wenn ein Widersacher in dieser Kammer eine Verwundung erleidet, wirfst du einen Würfel für jeden Pilzmarker. Bei mindestens einer 5 oder 6 heilen die verzauberten Sporen sofort die Verwundung. Miniaturen können sich durch die Pilzmarker bewegen und Helden im Feld der Marker können sie mit Combat-Waffen attackieren. Wenn ein Marker 6 Verwundungen erlitten hat, wird er entfernt. Okay. Wir können die also leider nur im Nahkampf angreifen, die Sporendinger. Das ist gar nicht so gut. Nee. Ich habe ja noch eine 6 übrig. Ich würde die direkt du mal. Du möchtest direkt mal Uschi. Ich möchte direkt mal die Uschi auf die Leute entlassen. Uschi beginnt mal auf den Typen mit den zwei Waffen, ja. Zu schießen und Uschi trifft. Uschi macht 2 Schaden. Darf Uschi nochmal. Uschi darf nochmal. Uschi trifft nicht. Und sie darf nicht nochmal. Ich benutze aber hier mein Schwindelgebräu, um das Ergebnis eines Würfelwurfs, den du gerade durchgeführt hast, nach Belieben zu ändern. Ich ändere das auf eine 3. Darf damit nochmal. Mhm. Ich treffe. 2 Schaden. Und ich darf nicht mehr. Jetzt hast du auch kein Schwindelgebräu mehr. Okay. Das war dein letzter Würfel, ne? Mhm. Die 5 wird wieder reaktiviert für mich. Das ist Kipp. 5, 4, 2, 2. Wir brauchen Würfelschatulle. Ich gehe. 2, 3. Kannst dich hinter mich stellen und zaubern. Warte, ich habe hier gestartet, ne? So. Ich kann dahin gehen. Die beiden Dinger blockieren. Mhm. Ich bin da zwischendurch gegangen, du kannst direkt gehen. Dann. Hast du Flächenangriffe? Ja, dafür bräuchte ich eine 6. Habe ich nicht. Trifft nicht. 2. Angriff. Trifft. Macht. Ist egal, wie viel, der ist tot. Ein Ruhm für die Elfe. Sehr gerne. Danke. Dann nehme ich noch den Schicksalswürfel. Trifft. Macht 3 Schaden. Gibt doch. So, und dann benutze ich den letzten Würfel. Hey. Um wieder wegzugehen. Hey, Moment. Oh. Elfenlegen kann man einfach nicht trauen. Ja, da hast du aber verdammt nochmal recht. Ich bin... Ach ja, genau. Und die kairischen Akolyten als erstes. Nee, das sind keine kairischen Akolyten, das sind Zahngors. Und möglicherweise bist du jetzt tot. Räche mich. Zangor 5, vordere mächtigen Haus. Bewegen sich auf den am wenigsten verwundeten Helden zu, den sie erreichen können, oder auf den nächsten Helden, so würden sie keinen Helden erreichen können. Attackiert jeder Zangor den am wenigsten verwundeten Helden in Reichweite mit Savage Blade. Hallo. Savage Blade. Er hat nur eine Waffe, also 2 Würfel, 3 plus. 2 Treffer. Geh saven. Ich save einen. Hast du nicht irgendwas Cooles? Lebende Feste? Ja, lebende Feste. Ja, das ist nur ein betäubter Marker statt. Dann kannst du gleich nicht handeln. Ja, ich muss halt. Naja, ich kann das Ding nicht benutzen, aber das wird direkt weggelegt. Ja, also, ja. Das ist nur eine kurzzeitige Betäubung.
Okay. Er hat mich verwundet, jetzt kommt noch der Beak, oder? Zählt das als Verwundung? Weil das ist ja nein, das ist keine Verwundung. Ja, ne, dann biegt er nicht. Dann schnabelt er mich. Das ist zumindest meine Interpretation der Regeln. Wenn er bei den Helden eine Verwundung verursacht, ist nicht passiert. Ja. Genau, das muss er mitnehmen. Dann geht er und Savage Blade dich. Und der hat eine große, die macht doppelten Schaden, aber nur zwei Würfel. Er trifft nicht. Warte, nee, doch, 3 plus, es tut mir leid. 4 Schaden. Erstmal safen. Beide gesaved. Alles gesaved, du kriegst keinen Schaden. Und der kommt nicht mehr an dich ran. Ogroid der Taumaturge. 2. Du musst mit 2W6 würfeln bei ihm. Oh. Dann sind das 5 insgesamt. Arkaner Angriff. Wenn der Taumaturge nicht benachbart zu irgendwelchen Helden steht, attackiert er einen, den er sehen kann, mit der Coruscating Flame. Ja. Würfel sind D3, also erstmal auswürfeln, wie viele Würfel du hast. 1. 4 plus. Nein. Alter! Du hast Glück! Moment, das ist. Hilfe, ich habe einen Fernkämpfer und stehe jetzt da. So. Die Scheißeweberin sei. Die Scheißeweberin? Die Mistweberin. Ja. Schicksal. 5 werden weggelegt. 1, 2 und 6 bleiben übrig. Ich gucke mal mit den 5, was passiert, aber ich glaube nicht. Außerdem ist das inzwischen relativ egal. Slop taucht auf und damit bin ich ein langsamer als normal. Aber nur, wenn ich in diesem Raum bin. Verstehe mich gleich wieder rausgehen werde, vermutlich. Dann. Ich glaube, ich werde vor allen Dingen viel laufen. Verdammt, ich komme durch die nicht durch. Du hast dann, ja. Ich gehe. Möchtest du 2, die 3. 6 nehmen und deinen Flächenangriff machen? Ja, aber dazu muss ich in dem Raum sein, in dem sie sind. Nee. Deswegen greife ich jetzt erstmal ganz normal mit meinem Elven Blade an und hoffe, dass ich ihm einen Schaden mache. Dann ist er nämlich noch lange nicht tot. Das wird echt schwierig für dich. Aber du hast keine 3. Ich kann nur treffe, einen Schaden. Wir brauchen nur noch 3. Treffe nicht. Treffe. Oje. Weißt du was, ich nehme hier noch die 1. Und probierst es nochmal. Und treffe nicht. Ja. Darf ich die 2 nehmen, um wieder wegzugehen? Ja. Dafür muss ich aber eine. Ja, schaffe ich nicht, weil ich jetzt in Nahkampfreichweite stehe. Das war total schlau von mir. Ich würfel deswegen einfach mal ganz grütze. Aber wenn du einen Schritt weggehst, kannst du wieder Uschi anmachen. Deswegen gebe ich jetzt. Was nicht gelingt. Mhm. Aber ich gebe die 2 aus und versuche wegzugehen. Was nicht gelingt. Du gibst die 3 aus und versuchst wegzugehen. Was nicht gelingt. Bevor die 6 jetzt verfällt, benutze ich die, um mit der Axt auf den einen mit. Er hat noch 2 Lebenspunkte. Er hat noch 2 Lebenspunkte. Mhm, er hat ein Schild. Und wegzugehen bringt jetzt nichts, sonst hauen sie auf dich. Deswegen haue ich trotzdem mit der Axt und verfehle. Oh Gott, das war schon mal besser. Ja! Ja. Du darfst mal für die Gegner würfeln. Die Zangors. Die Zangors. Nächstes Mal nehmen wir einen Nahkämpfer mit. 4. Greifen mit Savage Blade an. Darf ich dich angreifen? Ja. 2 Würfel. 3 plus. 1 Treffer. Gesaved. Passiert nichts. Der macht dasselbe. Nur mit der 2 Handwaffe. Keiner gesaved. 4 Schaden. Klatsch, klatsch, klatsch. Kannst du nicht, du hast hier lebende Feste. Also jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich eine Verwundung erleide. Mhm. Zählt jede Verwundung als ein Dings, oder? Das ist so genau nicht rausgearbeitet, tatsächlich. Ich würde sagen, ja. Das heißt, du darfst 4 Würfel würfeln.
Ja, eine ist noch betäubt. Eine davon ist eine Betäubung. Immerhin. Dann biegt er aber nochmal hinterher. Trifft nicht. Der Letzte kann nichts machen. Ugoida Taumaturge. La, 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 la. Den lasse ich jetzt aber auf mich. Er hat keine Sichtlinie zu dir. Ups. 8. Feuerstoß. Das hast du schon geschickt gemacht. Feuerstoß. Crusading Flame. W3 Würfel. 2. 4 plus. Einer trifft. W3 Schaden. 2. Das ist ein Treffer mit 2 Schaden. Mhm. Das heißt, ich mache nur einen Save. Der gelingt. Ja, du kriegst nichts. Gut, ansonsten wäre nämlich dann noch Horror erschienen, je nachdem, wie viel Schatten du genommen hättest, die aus dem Feuer erscheint. Pau! Du bist das Schicksal. Ich fühle mich auch gerade so. Sonderereignis. Tu mal die 6 weg. 61. Heute noch schaffen? Heute ist noch lang, oder? Wie viel Uhr sind's? Wir haben noch 42 Minuten. Wir haben noch 42 Minuten. Das sollten wir schaffen. Jetzt guck nicht so. Das heißt, der fucking Gaunt Summoner, ehrlich. Aber nur für eine Runde. Ja, das wird mir nicht helfen. Mal gucken. Ich bin hier erstmal dran. Du bist erstmal dran. Ja. Ja, ich darf keinen Würfel würfeln, ich benutze aber meine Betäubung, kommt jetzt weg. Ich benutze die Schatulle von Azur. Jeder, der im Raum darf, W3 Verwundungen heilen. Auch Gegner? Alle Helden. Du bist unverwundet, ich darf eine heilen. Scheiße. Und ich benutze, ich musste eigentlich weg, ich benutze mal die 1 hier raus. Um mich zu versuchen zu lösen. Eine 4. Das ist eigentlich gar kein so guter Plan so insgesamt. Und ich benutze, kannst das nur bei einer 6 schaffen, ne? Ja, und ich benutze die 2, um mit der Axt zuzuschlagen. Eine 3 und ich verfehle. Ja, das hätte ich 3-mal benutzt, um mich zu heilen. Das wäre der clevere Plan gewesen. 2, 4, 5, 6. Warum habe ich das Heilen vergessen? Das könnte jetzt echt tragisch enden. Okay. 3, 4, 5. Der braucht nur noch 2 Schaden. Benutzt du deinen Blade? Ja. Treffe nicht. Treffe nicht. Okay, es kann nicht mehr funktionieren, was ich vorhabe. Bring wenigstens den Zango noch um. Da kommt nämlich der mit der zweiten Waffe nach. Ja, einen Schaden, dann lebt er immer noch. Kannst du auch so ein Dings benutzen, um mir W3 Lebenspunkte zu heilen? Oder muss das denn? Muss ich dran sein? Wir haben die vollkommen vergessen, ne? Ja, warte. Was habt ihr vergessen? Die weiteren Teile, die wir schon gesammelt haben. Das kann jetzt entscheidend werden. Zu Beginn deines Zuges, bevor du deinen Aktionswurf durchführst. Nein! Ja, aber jetzt muss man halt nur noch eine Runde durchhalten oder so. Ich kann versuchen, ihn zu betäuben. Mit Bedazzle, also den... Ach, der hat letzte Runde auch nicht getaugt. Dann habe ich den Zango im Nahkampf getötet. Toll. Du kriegst einen Rumpel. Ja. Gegner sind dran. Willst du würfeln, was die Zango machen? Die Zangos machen 5. Jeder Zango bewegt sich auf den am wenigsten verwundeten Helden zu. Das bist du. 1, 2, 3. Und dann? Dann attackiert jeder den mit Savage Blade. Die haben beide ihre Axt. 2 Würfel. 2 Treffer. Nicht gesaved. Nicht gesaved. 4 Schaden. Der Beak. Wirf einen Würfel, den Schutz. Wenn, warte, der Attacken. Ausweichen. Genau. Was hatten die für Attackenwürfe? 5 und 4.
5 und 4, okay. Dann darf ich erstmal würfeln. Dem ersten weiche ich aus. Dem zweiten weiche ich auch aus. Okay, dann gibt's auch keinen Beak. Ja. Aber der zweite. Weil ich flink bin, kann ich nämlich gleich oder mehr. Und der hier mit der zweiten Zweihand-Axt. Drei oder vier, oder? 3 plus. 2 Treffer. Ich weiche aus. Gleich oder diese höher? Karte ist. Ja, normalerweise wäre höher, aber da ich flink bin, ist ja, das ist eine Synergie. Okay. Ist hier ja gar nichts passiert. Elle Badge. Dann der Ogre-Taumaturge. Eins. Der Taumaturge bewegt sich auf den entferntesten Helden zu, den er sehen kann. Er kann mich nicht sehen. Bewegt sich dabei durch so viele Helden wie möglich. Er bewegt sich durch gar keinen Helden. Danach attackierte den nächststehenden Helden mit seinen Great Horns. Attackiere für jedes Feld, das er sich bewegt hat, einen Attackewurf. Er kommt nicht ran. Er hat 4 Bewegungen. Ja, aber er kommt trotzdem. Er kann sich durch Gegner durchbewegen. Aber du hast den recht. Den muss er zur Seite schieben dann. Ich glaube, es gibt keine Angaben dazu, wie groß die Bodenteile sind. Ich glaube, der gilt trotzdem nur als ein Feld. Hohoho. Widersacher. Falten der Wiese. Hier steht nichts zu der Größe der Basen. Dann kommt er an mich ran und hat sich 3 Felder bewegt. Okay. 1 auf den Attacke, also 3 auf den Attackewurf addieren. Great Horns ist ein Würfel und der trifft mit 6 plus. Also 3 oder höher. Mhm. Eine 1. Er trifft nicht. Er kommt als angestellt. Hey! Ey, so nicht. So, der Gorn Summoner. 2W6 auf? 1W6. 3. 3. Gedankensturm. Bewegt sich so weit wie möglich von den Helden weg. Er kann 9 Schritte gehen. Innerhalb des gleichen Raums? Weil wenn ich 9 Schritte wegbewege, dann ist er außerhalb der Sichtlinie. Das ist nicht wichtig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entschuldigung, ich habe mich verirrt. Ich gehe mal weiter. Ich habe eigentlich das Bad gesucht. Blablabla. So, der Runenträger wirft 2 Würfel. Und er hält Betäubungsmarke entsprechend der höchsten gewürfelten Zahl. 4. Er legt 1 aus seiner Heldenkarte und reicht den Rest an den Spieler zu seinen Linken weiter, der das gleiche macht. Fahr fort, bis alle Marker gelegt wurden. Bedenke. Einen auf deinen. Achso, dann kriegst du 3. Ich 3, ich leg einen, ich gebe dir 2, du legst einen, ich leg einen. Jetzt sind wir wieder da, wo ich am Anfang war, als ich hier rübergereicht habe. Ja, aber wir haben es jetzt richtig gemacht. So. Manchmal muss man einen Weg zu Ende gehen, auch wenn es der falsche ist. So. Wir haben es schon wieder überlebt. Und der Gaunt Summoner verschwindet. Ja, der geht wieder heim. Hat das Klo gefunden, der ist durch. So, jetzt bin ich. Da fehlt ein Würfel, oder? Du hast recht. 1, 2, 3, die 6. Moment, ich würde gerne eins von den Runendingern benutzen, um einen 9 zu würfeln, weil ich keinen. Weil ich keine Zufallsbegegnung haben will, wenn das okay ist. Ist es schlimmer geworden? Oh nee, das passt jetzt alles. Ach, du hast einen Würfel gedreht. Oder neu gewürfelt. Ich habe einen neu gewürfelt. Dafür drehen wir eins von denen um. Kann ich den anderen benutzen, um mich zu heilen? Ja. Aber erst, wenn du dran bist. So. 2 Würfel gewürfelt, 5 und 1. Dann verschwindet meine Betäubung. Sieht echt nicht gut aus. Ich muss da irgendwie rauskommen. Was machen nochmal die Pilze? Die haben eine Chance, die Gegner zu heilen, solange sie in derselben Kammer sind. Das haben wir vergessen. Welche der Pilze? Ich löse mich hier aus dem Kampf. Mhm. Bei dir geht das bei einer 5 oder 6? Mhm. Voll. Und dann schieße ich aus der Entfernung auf ihn da. Mhm. Ich treffe nicht. Ich nehme die 3. Und treffe nicht. Ich nehme die 5 und treffe. Und mache 3 Schaden. Von 5. Du bist dran. Yay, du nimmst. Ich nehme mal W3 Heilungspunkte und 3. Sehr schön. Blub.
Das heißt, ich kann auch mit 3 Würfeln würfeln. Mhm. Guck mal, hier ist eine leckere 6. Mhm. Leider stehst du nah an jemandem dran. An 3 jemanden. Ich habe keinen Pasch, aber... Ich benutze erstmal die 1 hier raus, um mal zu probieren, ob ich mich lösen kann. Und das ist eine 1. Ich benutze die 2 daraus, um zu versuchen, mich zu lösen. Das ist schon wieder eine 1. Ich benutze meine 1 aus meinen Aktionswürfeln, um zu versuchen, mich zu lösen. Das ist eine 5. Ah, das ist gar nicht so cool mit dem Lösen. Du bist da halt nicht gut drin, du bist ein Zwerg. Ich benutze die 4, um zu versuchen, mich zu lösen. Da ist eine 4. Ja, jetzt... Ich benutze die 6, um zu versuchen, mich zu lösen. Also statistisch gesehen müsstest du jetzt langsam mal... Ich hau mit der Axt zu, auf den Verwundeten. Ja. Ja, ich kriege den jetzt schon nicht mehr tot. Eine 4, das ist getroffen. Das ist alles sehr bedrückend. Ja, da sagst du was. Jetzt sind... Die Zangors. Und das ist eine 1. Am stärksten verwundeten Helden zu? Das ist keiner von uns. Dann zu dem, der am nächsten dran ist. Das wäre moi. Und greifen mit Savage Blade an. 2 Würfel, 2 Treffer. Einer gesaved. Ich kann versuchen... Den anderen in Betäubung umzuwandeln. Oder andere beide, weil es sind ja jetzt 2 Schadenspunkte. Ja, stimmt. Nein. Zack, zack, direkt wieder 2 Verwundungsmarker drauf. Der andere greift an und hat eine 1 und eine 5, das heißt, er trifft einmal. Ich save nicht. Ich versuche, die beiden Dinger mal in Betäubung umzuwandeln. Und auch das gelingt dir nicht. Auch das gelingt mir nicht. Moment, die können beide jetzt nochmal mit dem Savage Beak hinterher. Ja. Den ersten haben wir vergessen, das war 5. Nein, das ist ein Würfel, 4 plus. Hm. Und den save ich nicht, dann bin ich raus. Oh. Ey, Zwerg! Ja. Der Ogroide Taumaturge. Der Ogroide Taumaturge hat eine 1. 2 Würfel. Der Ogroide Taumaturge hat eine 2. Da bewegt sich auf den nächsten Helden zu, den er sehen kann. 1, 2, 3, 4. Er kommt zum Glück nicht an. Oder käme er da an? 1, 2, 3. Ja, leider. Er geht durch die gleiche Lücke wie du eben. Er greift an. Plus 3. Das war Kipp. Leider trifft er mich. 3 Schaden. Ich versuche sein Wurf war eine 4, ne? Du hast eine 5. Ja, ich weiche aus. Das ist jetzt eine lockere Interpretation der Regeln. Ist das so? Da steht höher als der Wurf. Vor oder nach dem, was drauf addiert wurde. So was drauf addiert? Dann war das wieder ja, so dadurch, Sturm, dass er sich bewegt hat. Ah. Es geht hier um den Wurf, nicht um das Ergebnis. Ja, lassen wir es doch einfach dabei, wie es jetzt ist. Dann mach mal Schicksal. 1, 2, 4, 3 kommen weg. Zwei Sechsen. Ich benutze den ersten, um bedazzelt zu wirken. Ja. 3 plus, um sie zu stunnen. Erstmal den auf Schimmernebel. Ihn. Ja, hier oben heißt es bedazzelt, da unten heißt es Schimmernebel. Er ist betäubt. Er ist betäubt. Dann schieße ich auf ihn. Kannst du jetzt schießen, wenn die betäubt sind? Ja, klar. Ist doch egal. Du kannst ja nicht schießen, wenn du normalerweise im Nahkampf gebunden bist. Ah, du hast recht. Das war ein korrekter Hinweis. Ja, Moment. Dann benutze ich die 2, um mich wegzubewegen. Und das kriege ich auch hin. Ich will mich auch wegbewegen. Hier? Nee, das macht keinen Sinn. Oh Gott, wie viele Lebenspunkte hat der Ogroide Taumaturge? Ich fürchte ein bisschen mehr. 9!
Und wenn er 9 Verwundungen erlitten hat, wird er nicht getötet, sondern stattdessen mit Wut versetzt. Er fängt wieder von vorne an. Schaffst du das? Entferne alle anliegenden Verwundungsmarker. Mhm. Und dann wird nur mit einem Würfel weniger auf die Feindstabelle gewürfelt. Das heißt, man erwischt nur noch die fiesen Sachen. Klingt nach Spaß. Nee, ich weiß nicht, was du unter Spaß verstehst. Ist mir egal, ich bin schon bewusstlos. Ab hier ist nur Spaß. Ja, jetzt kann ich aber auch zumindest mal auf ihn schießen, ne? Kannst du es auch aufgeben? Ja, 3, ich treffe. Das war Kipp. Ich mache 3 Schaden. Ja. Was ist das? Ist ja ein Teil des Ziels. Ich treffe. Diese Bewegung findet auf jeden Fall statt, so, ne? Die ist gescriptet. Ich mache 1 Schaden. Dass der Zwerg umkippt, nicht. Zumindest, dass es einen Zielraum gibt, wo diese fiesen Viecher drin hängen. Ja. Da benutze ich die 2, um zu gehen. Was? Wohin? Weg! Lass mich nicht zurück! Oh, ich darf nur 3 gehen, weil hier Slop in dem Raum ist. Bastard. Ja. Verhalten. Nur der eine Zangor handelt. 4. Wieso handelt nur einer? Die anderen sind betäubt. Ah. Wirft sich auf den nächsten Helden zu und greift auch, wenn er in Reichweite ist. 1, 2, 3, 4. Hat die einen Fernkampfattacke? Nö, haben sie nicht. Flaschen. Na, das ist doch mal schön hier. Hm. Alle benutzbar. Wo ist er hin? Da rechts unter dir. Ja. Moment, in meinem Raum sind keine Gegner. Ich kann Atempause ansagen. Ah, bist du sicher? Ich schau das nach. Das sind doch Gegner, die auf dich zustürmen. Die warten jetzt sicher nicht so. Die sind nicht so höflich, dass sie auf dich warten würden. Also wenn ich ein Zangor wäre... Wenn zu Beginn dieser Phase keine Widersacher auf dem Spielfeld stehen. Schade. Spielfeld, nicht Platte. Mhm. Ja. Ich glaube, dass du das gerade nur rauszögerst. Hey, ey, am Anfang sah es für mich auch so aus. Ich habe es auch geschafft. Aber ich habe auch die dicke Uschi. 2, 3, 4. So. It is a result. Treffer. 3 Schaden. Illusory Assault. Kein Treffer. Illusory Assault. Treffer. 2 Schaden. Er ist tot. Ruhm für dich. Ich gehe. Wann kommen die eigentlich aus dem Betäubt raus? Werden sie jetzt für die nächste. Aber ich gehe rein. Benutze die 6 und benutze die 6 für Bedazzle. Er ist betäubt. Er ist betäubt. Lauf durch, mach die Pilze kaputt. Die können sie nicht heilen, solange sie nicht in dem Raum sind. Die sind mir egal, gerade die Pilze. Ihr seid betäubt. Ich versuche mich zu lösen. Das gelingt mir. Bei einer 3 oder höher? Ja, ich gehe einen Schritt zurück. Wieso muss ich eine 6? Dann gib mir nochmal das Regelbuch. Ja. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie umsonst gestorben bin. Nein. Dein Lösen ist 6+. Meins ist 3+. Agility. Dafür habe ich einen Save von 6+ und du von 4+. Das sind schon Unterschiede. Ja. Ich habe ich eine Sichtlinie auf den Zangor? Ja. Illusory Assault auf den Zangor. Ich treffe nicht. Illusory Assault auf den Zangor. Ich treffe. Ich mache 2 Schaden. Er ist tot. Ich kriege einen. Jetzt habe ich nur noch einen Ogroiden Taumaturgen, dem ich aus dem Weg gehen muss. Es könnte noch was werden hier. Der macht nichts in seiner Phase, weil er betäubt ist. Ja, es ist ein Agility-Wurf tatsächlich. Mhm. Bedrückend. Okay, Illusory Sword trifft. 3 Schaden. Jetzt auf einmal geht's, ja? Illusory Sword. Also, wenn ich jetzt. 1 Schaden. Muss auf 9 kommen. 7, ich muss auf 9 kommen, ja. Illusory Sword trifft. 3 Schaden.
Er ist enraged. Alle seine Schadensmarker werden entfernt und es wird niedriger gewürfelt. Ja, Moment. Hast du eigentlich seine unbezwingbare Macht gelesen? Zu Beginn der Widersacherphase entfernst du einen Verwundungsmarker und alle Betäubungsmarker vom Thaumaturg. Wird er getötet, so erhält der Held, der ihm den Todesstoß versetzt hat, W3 Ruhm anstelle von 1. Jeder andere Held erhält einen Ruhm. Okay, er hätte also zwischendurch gehandelt. Ja. Aber ich stand sehr weit weg und bin nur hinterher gelaufen. Okay, das ist jetzt ab jetzt, okay? Ab jetzt. Ja, ab jetzt. Okay, er ist jetzt sehr... Ja, er benutzt jetzt seine unmenschliche Wut. Entferne alle anliegenden Verwundungsmarker. Ja. Er wird getötet, wenn er weitere 9 Verwundungen erleidet. Bis dahin würfelst du mit einem Würfel auf der Verhaltenstabelle anstelle von 2. Ja. Also er benutzt jetzt nicht mehr ganz so viel Magie, sondern es ist schwer am Sicken. Ich habe noch ein Illusory Sword. Er trifft und er macht 3 Schaden. So, musst du noch 6 und reinbringen. Dann gehe ich 1, 2, 3, 4 mit einem Würfel. Und hier noch einen Würfel, 1, 2, 3, 4. Du hast eine 2. Bitte 2 kann ich nichts mehr machen. Ja. So, jetzt würfeln wir auf die Verhaltenstabelle des Taumaturgen mit einem Würfel 2. Anstürmender Bulle. Der Taumaturg bewegt sich auf den entferntesten Helden zu, den er sehen kann. Er kann keinen sehen. Und bewegt sich dabei durch so viele Helden wie möglich. Danach attackiert er den nächststehenden Helden mit seinen Great Horns. Er hat einen Move von 4. 1, 2, 3, 4. Hey. Puff, weg. Okay, Schicksal. Schicksal. Vielleicht passiert ja nochmal was und taucht ein Pink Horror oder so ein Spaß auf. Ja, oder der Gaunt Summoner. 3 Sechsen. Abschnitt 36. Das war nicht der Gaunt Summoner, ne? Nee. Ich muss die Schatzkarte ablegen. Das ist wieder dieses komische Viech. Kannst du ich habe keine Schatzkarte. Dann muss ich auf A würfeln und einen Gegner aufstellen. 8, ein kairischer Akolyt. Möglichst mittig, oder? Moment, nee, beim Portal. Hm. Hi! Ficken. Was? Falscher Gott, Mädel. 4, 2, 1, 2. 5, 2, 1, 2. Ja, das ist nicht so geil. Ich nehme uns eine 1, um mich zu bewegen. Weil ich die Sichtlinie auf den Okroiden habe. Und auf ihn. Aber erstmal wird der Okroide. Ah, der dreht den runter auf 2, ne? Mhm. Die Wunden. Illusory Assault trifft nicht. Illusory Assault trifft 2 Schaden. Uiuiuiui. Ich bewege mich. Nee, ich gehe nicht aufs Slot. 3. Wirst du nicht gebunden, sobald du an jemanden dran stehst? Ja, aber ich löse mich jetzt mit dem nächsten wieder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komm! Hey. Komm da und hol mich! Okay, Verhalten! Kairischer Akolyt, wir wissen, er wird laufen. Ah. Erstmal der Thaumaturg, oder? Der war schon aufgeschlagen. Wir machen den kairischen Akolyten. 4. Will ich sie auf der nächststehenden Helden zu? 1, 2, 3, 4. Obrider Taumaturge. 5. Hey. Arkaner Angriff. Wenn er nicht benachbart zu entfernten Helden steht, attackiert er einen, den er sehen kann. Aber bewegt er sich nicht? Nee. Mit Coruscating Flame. Ansonsten attackiert er jeden benachbarten Helden. Er bleibt da stehen. Ah. Jetzt musst du wieder hinlaufen. Ach, gucken wir erstmal. Vielleicht tauchen ja noch mehr Gegner auf. Ja, toll. Danke für diesen Hinweis. Also es auszuzögern kann nein, fies werden. Nein, ich kann sie alle verwenden. Für unendlich viele Bewegungen. Er verliert wieder einen seiner Schadenspunkte. Okay, ich bewege mich. 1, 2, 3, 4. Du stehst auf einem geblockten Feld. 4. 1, 2, 3. Das reicht mir schon. Außerdem darf ich nicht weiter gehen, weil hier Slop rumsloppt. Jetzt geht's los. Illusory Sword trifft 3 Schaden. 6 von 9. Illusory Sword trifft. Jetzt holst du aber die großen. Er ist tot! Er ist tot! Er ist tot. Du bekommst W3 Ruhm. Wie kann das sein? Eine Mist wie Versailles hat dadurch, dass sie gut rennen kann.
Ja. Den Urin Taumaturgen getötet. Flink, sie kann doch was. So, du bekommst W3 Ruhm. Ja. Puh, du kriegst einen Ruhm. Einfach ja, nur durch. Ich, ja, damit krieg ich noch einen Fähigkeitspunkt. By Association. Ja, das sind Beisender Ruhm. Ja, ich war dabei, als jemand Berühmtes was getan hat. So. Alter, er ist eine harte Nuss. Und das zweimal. Also rein theoretisch muss ich jetzt noch den kairischen Akolyten töten. Musst du. Ich habe eine Sichtlinie auf ihn. Illusory Assault gelingt 2 Schaden. Er hat noch einen, ne? Ja, Illusory Assault gelingt nicht. Illusory Assault gelingt 3 Schaden. Boom. Tot. Du hast sogar noch einen Ruhm. Ein Ruhm. Nee, das war mein Marker, den du weitergeschoben hast. Blau ist meiner. Okay, dann habe ich doch keinen Lebenspunkt. Entschuldigung. Aber ich habe jetzt einen. Wuhu. Und dank des Buchs darf ich 4 Karten ziehen und mir eine raussuchen. 2 raussuchen sogar, glaube ich. Moment. Die Sporenhöhle. Wir haben es ja jetzt geschafft. Ja, ich habe schon rausgesucht, was passiert. Wir bekommen jetzt... Ja. Damit ist die Prüfung beendet. Das war's? Wir bekommen das Fragment von Gyran und haben damit erfolgreich unsere... Kein Vorlesetext? Nee. Keine zusammenfallenden Höhlen? Moment, ich glaube, es gibt einen allgemeinen Vorlesetext, immer wenn man was beendet hat. Ich schaue nochmal nach. Dann müsst ihr von 27 weiterführen. Nö. Es gibt nur einen... Jeder Spieler würfelt einen Würfel für jede Schatzkarte, die er besitzt. Bei 1, 2 oder 3 wird die Karte wieder in den Schatzkartenstapel gelegt. Ich habe keine Schätze mehr. Ich habe nur Fähigkeiten. Alle Fragmente des Amulets bleiben bei den Spielern, die sie gefunden haben. Aber die Fertigkeiten behalten wir auch nicht zwangsläufig, ne? Wenn wir mindestens ein Fragment des Amulets besitzen, helfen die Kräfte der Fragmente dabei, ihre Erinnerung zu behalten. Bei einem Fragment darf jeder Held eine Fertigkeit behalten, bei 2 oder 3 Fragmenten darf jeder Held 2 Fertigkeiten behalten. Stift 2 behalten. Ich muss eine ablegen dann. Zwischen 4 und 7 Fragmenten dürfen Sie 3 Fragmente Fertigkeiten behalten. Entschuldigung. Also wir haben... Ich darf 2 behalten, du darfst 2 behalten, musst eine ablegen. Wir haben jetzt 3 Fragmente. Was sind die schweren Verletzungen, mit denen ich hier widerstehen könnte? Wenn du vom Feld genommen wirst. Aber anstatt... Kommen wir zu einer... Mit Zuschauer mal ein bisschen drüber reden, wie... Ich glaube, das Hammerhauer funktioniert ein bisschen anders. Okay, ja. Müssen wir nochmal nachschauen. Wie hat es euch gefallen? Oh, Ich finde die Warhammer Quest-Sachen immer noch sehr angenehm, weil es so völlig simpel ist. Einfach eine stumpfe Würfelei. Ich finde das sehr entspannend gegenüber vielen anderen eher komplexeren und fordernden Dingen. Das war jetzt hier relativ zufallsanfällig. Ich glaube aber, wenn wir die Gruppe besser zusammengestellt hätten... Ja, wenn wir einen Nahkämpfer gehabt hätten, der tankt. Ja, gerade... Also du kannst zumindest ausweichen, aber ich bin völlig hilflos, wenn Gegner an mir dran sind. Weil ich kann mich nur bei einer 6 oder höher davon lösen und ich kann im Nahkampf überhaupt nicht. Aber dafür kann ich halt im Fernkampf unglaubliche Vernichtung auf den Gegner niederrasten lassen. Aber da muss halt jemand vor mir stehen, der verhindert, dass Gegner rankommen. Das tut mir leid. Ja, das kannst du nur so bedingt erfüllen. Ja, ich kann gut ausweichen, aber auch erst seit Mitte dieser Prüfung. Mhm. Ich mag immer die Teile, wo es nicht reine Kämpfe sind, sondern wo man zum Beispiel diese Geschicklichkeits- und Rechenspielchen machen musste mit der Zaubererstatue. Eine große Probe des Verstandes. Wir hatten auch schon mal einen Gang, wo man drüber balancieren musste, und es wurde dargestellt, indem man Würfel aufeinander stapeln musste in einer bestimmten Variante. Oder so wie eine Mastermind-Prüfung für Shadows of Hammerhauer. Ja, genau, sowas in der Art. Und... Also ich hatte Spaß, was vielleicht aber auch an den Mitspielern liegt. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und mit 2 Spielern geht es relativ fix. Was mich am meisten nervt, sind die Zufallsbegegnungen, um ehrlich zu sein. Die stoppen das Spiel zu stark aus. Die kommen irgendwie überdurchschnittlich oft vor, glaube ich. Bei Hammerhauer gibt es das ja gar nicht. Mhm. Da hast du ja die festgelegte Questen, über die du gehst. Und was aber das Schöne dann noch ist und auch was auch viel mehr fluffig ist, ist zwischen den Missionen machst du hier nicht einfach dann weiter, sondern du gehst in die Stadt und kannst hier aussuchen, wo du hingehst. Ja. Da gibt es dann so schöne Zufallstabellen, die mich sehr an Mordheim erinnert haben, wo du deine Helden dann noch im Karneval besuchen können, beim Waffenhändler. Da gibt es Zufallstabellen, was passiert. Das ist also sehr, sehr spaßig. Und es tauchen nicht ständig Familiare auf und neue Gegner und so etwas. Ja. Das war
Silver Tower. Ja, ich muss sagen, Hammerhorn mag ich ein bisschen lieber. Mhm. Ich mag es ein ganzes wegen Stück lieber. Wegen diesem klassischen Aspekt des Dungeons, der vorgeplant ist, was irgendwie coolere Stories erzeugt, wegen dem, was du erzählt hast mit dieser Zwischenphase, wo man neue Dinge lernen kann, je nachdem, wohin man geht. Das mag ich tatsächlich lieber. Und da funktionieren die Verwundungen anders. Das haben wir gerade nochmal gemerkt, als wir auf deine Karte geschaut haben. Silver Tower hat diese eine Stärke mit der Zufallsgenerierung, dass du nicht weißt, was und kommt, egal wer du bist. Und du kannst alleine spielen. Ja. Du kannst einfach tatsächlich dich hinsetzen und sogar alleine Silver Tower spielen. Trotzdem, Hammerhall, finde ich, ist das bessere Spiel. Denke ich auch. Es ist, zwischendurch war es sehr Mode, diese Dungeon Crawler, die sich selber bauen, wo du keinen Spielleiter brauchst. Es gibt ja, wir haben sogar mehrere hier stehen. Legend of Drizzt, also diese Ausgabe von Dungeons and Dragons Dungeon Crawlern. Das ist ja nicht nur Legend of Drizzt, es gibt noch welche, die damit kompatibel sind. Da funktioniert das so. Myth funktioniert so. Es gibt eine ganze Reihe, die alle irgendwie so in denselben 3-4 Jahren entwickelt wurden. Das Drizzt-Spiel ist schon deutlich älter als Myth. Okay, dann ist das so der Anfang gewesen. Und das Drizzt-Spiel ist noch eins von denen, das am besten macht, muss ich sagen. Ich finde, Myth macht das gar nicht so spannend, um ehrlich zu sein. Ich habe es noch nie gespielt. Ja, da gibt es ja auch sozusagen vorgefilterte Sachen, die du dir bei Ulysses runterladen kannst. Unglaublich. Ja, in dem Download-Bereich, soweit ich das weiß, falls sie inzwischen online sind. Und dann gibt es den Zufallsmodus und den Zufallsmodus fand ich jetzt nicht so stark. Du baust dir damit halt deine eigene Story dann nach und nach auf. Für viele Leute ist das tatsächlich bei Mist der spannende Teil, seine eigene Story dann nach und nach zu bauen. Ich kann es nicht beurteilen, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich mag meistens Sachen, die eine Story haben. Aber ich habe mich, am Anfang war ich total irritiert von den Bodenplatten und fand die viel zu bunt und viel zu krass. Aber inzwischen habe ich mich echt mit denen angefreundet, gerade hier so diese Pilzgrotten und sowas. Es ist wirklich ein schönes Spiel und es hat schöne Miniaturen. Es wurden immer, wenn Leute noch rumgehackt haben, immer nur diese abstrakten Teile gezeigt. Mit den ganzen Ornamenten. Aber es ist ja auch viel mehr, diese Pilzhülle zum Beispiel. Ja. Es ist tatsächlich aber ziemlich unruhig und uneindeutig. Ja. Auch, dass es halt kein festgelegtes Muster hat, sondern dass die Kästen, über die du dich bewegst, auch wild verschoben sind. Das gibt's aber bei Hammerhall teilweise auch, dass die Kästen irgendwie zueinander verschoben sind und sowas. Ich soll mich noch für Spieler der Willkür loben, von unserem Chat-User Broadsword. Danke. Ich hoffe, es hat unterhalten. Mehr sollte es eigentlich gar nicht. Das war der Auftrag. Mayri, du wirst den Leuten nichts Neues erzählen können. Sei wenigstens lustig. Das erinnert mich dran, dass ich immer noch... Es gibt jemanden, der öfters in Anekdoten auftaucht in dem Buch. Das ist die Person, die mir gesagt hat, Mayri, wenn du nochmal über den Namen meiner NSCs lachst, schlage ich dir ins Gesicht. Und ich habe, dass ich dieses Buch fertig geschrieben hatte, zum Anlass genommen, diese Person endlich mal wieder aufzutreiben, anzurufen und zu sagen, hey, ich habe ein Buch geschrieben, in dem du auftauchst. Ich würde es dir gerne schicken. Und ich habe das bis heute verbaselt. Haben wir noch unsere beiden... Belegexemplare irgendwo. Unsere Belegexemplare, haben wir die verschenkt oder haben wir die noch? Ja, weil dann sollte ich doch endlich mal mein Versprechen wahr machen. Das ist ja auch verkauft. Hat sich wesentlich besser verkauft als die ersten Handbücher des Drachen. Wuhu! Muss man wohl mal nachdrucken. Ja, macht, was ihr wollt. Ich habe euch einmal die Rechte verkauft. Jetzt gehört der Scheiß euch zur Verwendung. Der Scheiß. Ja, ich habe das Urheberrecht, aber... Dann diese blöden Kommentare in dem Buch. Diese blöden Kommentare, ja, von diesem Michael Mingers. Unglaublich. Ja, furchtbar. Die Heinz-Kommentare haben einige irritiert, die nicht wussten, was es damit auf sich ist. Ja, die keine Ahnung, wer Heinz ist. Das sind dann anderthalb Seiten des Buchs, die für sie wertlos sind. Anderthalb. Wow. Hier, guck mal. Würfelmeister Dennis hat sich da eingekauft. Oder vielleicht wurde es für ihn eingekauft. Nein, er hat das wirklich selber gemacht, soweit ich weiß. Aber es ist ja auch Namenshänger. Jemand, der sehr nach von System Matters aussieht, in dem Buch gelandet. Mhm. Und niemand weiß, warum. Ja. Es tut mir leid, ich bin furchtbar mit Namen. Bildwürfler möchte, dass ich dir ausrichte, Herr Mingers, dass wir im Pathfinder Goblin Let's Play auch wieder einen Total Party Kill sehen wollen. Ich weiß nicht mehr, Goblins bin ich ja, glaube ich, gnädiger, aber es ist viel einfacher. Ja, normalerweise werden die Spieleraktionen schon dazu führen, dass die komplette Gruppe ausgelöscht Stufe wird. Stufe 1 ist Stufe 1, ne? Und es sind Goblins, die sind nicht dafür bekannt, besonders große Selbsterhaltungstrieb zu haben. Goblin Magier. Nee, die sind ja vorgegeben. Ach so, okay. Ja, das sind so fertige Charaktere. Ne? Dafür haben wir auch passende Miniaturen, hoffe ich.
Wir hatten doch vier Goblin-Charaktere. Ja, aber es gibt ja, das sind ja ikonische Goblin-Charaktere, die auch immer wieder in den gleichen Abenteuern vorkommen. Die Miniaturen beisteuern, denke ich. Ich muss eins noch zu Ziffer Tower sagen, es ist schwieriger geworden. Die Einstiegsmission, also die Einstiegsprüfung, die haben wir relativ einfach. Das klingt aber nach einem guten... Naja, aber eigentlich gibt es keinen Mechanismus zum Skalieren. Ja. Es gibt hin und wieder, wenn du würfelst, steht dabei, wenn du so viele Fertigkeitskarten hast, ja, aber... Und die komischen Begleiter erscheinen teilweise halt nur, wenn mächtige Gegner da sind oder wenn du viele Erfahrungspunkte hast. Aber es ist jetzt nicht, dass wir sagen können, wenn du zwei Fertigkeitskarten hast, weil die müssen wir jetzt auch wieder weglegen. Wenn du zwei Fertigkeitskarten hast, drei Fertigkeitskarten, bist du die in die Stufe und dann musst du halt einen Gegner mehr aufstellen. Das gibt's halt gar nicht. Aber tatsächlich war es härter als die ersten Matches von Warhammer Quest, die ich gemacht habe. Ja, ich habe hier Fähigkeiten getauscht. Was auch an unserer Zusammenstellung liegen könnte. Ja, die war nicht perfekt. Weil ohne den Kollegen hier wird's halt... Ja, genau. Wir haben Hammerhall gespielt mit dem Kollegen und mit dem Cocksmith. Und dann auch noch mit dem Greifenhund, der gar nicht so schlecht auch irgendwie vorlaufen und Leute ablenken kann. Kannst du nicht Custom-Werte für die Götter machen, die du dir gekauft hast? Du hast so mehrere... Du meinst die Warhammer 40k Prophetin des Todesgottes, ja, der Elder. Diesen Elder-Avatar. Den Elder-Avatar des Todes. Und ich habe noch die lebende Göttin der Sylvaneth, Lariel. Lauf doch damit mal durch. Genau, mach mal hier, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es bitte rein. Wir schreiben dann dafür Regeln und dann räumt Mairi nächstes Mal hier richtig mit ihren Eldar-Monstern auf. Ich glaube, das wird schnell langweilig. Mit ihrer Waldelfengöttin, oder? Du kannst ja Waldelfengöttin auf ihrem Riesenkäfer einsetzen. Die passt nicht mal durch die Gänge. Ich glaube, die Base ist größer als dieses Feld. Du könntest die fertig bemalen und dann bauen wir mal einen Dungeon... Um sie herum mit jeder Menge Waldelfen dann eben als Thema, also als Hammerhall-Sonderlevel. Es wird immer wieder Zeit für eine neue Steffstoff-Show. Ja. Da könnt ihr das da fertig machen und dann sozusagen als Patreon-Download oder Patreon-finanzierter Download. Sie liegt um und ist zu einem Drittel fertig, Alariel. Also die ganzen Base-Colors und so sind drin, die ersten Shades. Aber in der nächsten Folge wollte Steff unbedingt seine DSA-Brettspiele zeigen. Das ist schön für ihn. Dann kann er seine DSA-Brettspiele zeigen und ich sitze daneben und bemal entweder Ilariel oder den Ineat-Avatar oder irgendwas von den anderen süßen Sachen, die ich mir gekauft habe. Oder irgendwas hier aus Silver Tower oder ich habe zu viele Minis. Dreckige Xenos. Du arme Frau. Ja, es gibt sicher niemanden auf der Welt, der schlimmer hat als du. Ja. Sie hat noch eine Brandblase. Ja, okay. Und wir sind diese Woche wieder... In diesem Laden, ja, wo ich über Geld ausgehe. Können wir da hinfahren, ohne was zu kaufen? Nein. Wenn ich dann aber sage, okay, ich brauche nur einen neuen Pinsel, ich brauche eine neue Farben, sagt er, das ist doch langweilig. Gefallen dir keine von diesen Miniaturen hier? So rede ich nicht. Das ist deine ernste Stimme, die hört man so selten. Ja. Okay, das war's, glaube ich, oder? Vielen Dank, Michael, dass du hergekommen bist. Gerne. Danke, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, nochmal Warhammer Quest zu spielen. Gerne wieder. Wir müssen unsere Hammerhorn-Runde auch weitermachen. Dafür muss aber Mitglied Nummer 4 auch nochmal wieder hier auftauchen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir die Leute mal ins Bett gehen. Tschüss. Tschüss, bis bald.